Akte. Playoffs in XXL. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Basketball. Do or die. Die zweite. Die Baskets Würzburg vor dem Aus. Holt sich Ratiofarm Ulm das Finalticket? Playoffs in XXL. Jetzt live. Und diese XXL-Playoffs, das macht einfach so wahnsinnig viel Spaß, liebe Basketballfreunde. Willkommen noch einmal aus Ulm, willkommen aus der Ratiofarm Arena. Und es sind die besonderen Spiele, die eine besondere Atmosphäre haben. Dieses gehört definitiv dazu, wenn man sich die Fans hier anschaut. Wir haben einen Traum. Nach 14 Jahren wieder Finale um die deutsche Meisterschaft. Das letzte Mal, dass eine Ulmer Mannschaft im Finale stand, das war 1998. Heute könnte es soweit sein. Der Gegner von Bamberg, Würzburg, zwischen Ulm und Würzburg. Hoffnung auf Ulmer Seite macht auch, dass der Superstar Isaiah Storm im letzten Spiel noch verletzt wieder mit dabei ist. Würzburger Seite macht auf der anderen Seite auch ein bisschen Hoffnung, dass die gezeigt haben, wie es geht, eine Spitzenmannschaft rauszuhauen. Der Aufsteiger hat nämlich Berlin dreimal hintereinander besiegt. Warum soll das nicht auch in Ulm passieren, sagt zumindest die Würzburger. Das Ganze sehen Sie jetzt hier bei uns. Gleich Ihre Kommentatoren Pascal Roller und natürlich Manfred Winter. Viel Spaß dabei. Großer Basketballabend liegt vor uns. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Sie sind Freunde. Ein eingeschworenes Team. Bis Ihr Land nach Ihnen ruft. Deutschland. Frankreich. Spanien. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. BWin. Sommerideen einfach mit Obi. Jetzt gibt es endlich einen Kredit, der sich individuell meinem Leben anpasst. Der Wie für mich gemacht Kredit der Targobank. Informieren Sie sich jetzt. Mit dem Wie für mich gemacht Kredit sind zum Beispiel kostenlose Sonderzahlungen jederzeit möglich. Targobank. So geht Bank heute. Besuchen Sie die Nummer 1 im Internet mit vielen großen Angeboten und tollen Sommerideen. Jetzt auf obi.de. Drittes Halbfinale, Ratiofarm Ulm gegen die S. Oliver Baskets aus Würzburg. Und es geht um ihn und vor allem um seinen linken Fuß, Isaiah Swan. Die Punktemaschine in Reihen. Der Ulmer hat sich vor einigen Tagen im Training eine Bänderverletzung am linken Fuß zugezogen. Er hat sich wieder aufgewärmt. Er hat trainiert, allerdings alleine, nicht mit der Mannschaft. Sein Einsatz schauen wir mal. Wir schauen uns mal die Startformation beider Mannschaften an. Fangen an mit den Gastgebern, mit Ratiofarm Ulm. Der überragende Mann dieser Serie, Per Günther dazu, Sebastian Bett, Steven Esterkamp, Dane Watts und Big John Bryant. Der MVP der Beko Basketball-Bundesliga, der wertvollste Spieler dieser Liga in dieser Saison. Die Arena hier in Ulm natürlich ausverkauft mit 6.000 Zuschauern. Rund 500 Fans aus Würzburg sind dabei. Und das haben wir auch schon hier in Spiel Nummer 1 erlebt. Die machen hier richtig gute Stimmung, um ihre Mannschaft zu unterstützen, die in folgender Startformation auftritt. Ben Jacobson, John Little, Chris Kramer, Alex King und der Mann unter dem Korb, Big Jason Boo.
tun? Ja, gecoacht wird die Mannschaft von John Patrick, der sicherlich Sensationelles geleistet hat bei den Würzburgern. Als Aufsteiger die Mannschaft in die Playoffs geführt, dann Alba Berlin ausgeschaltet. Jetzt liegt er allerdings mit seiner Mannschaft 0-2 zurück gegen Ratio Farm Ulm. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. So, drei Unparteiische wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Martin Martip, Clemens Fritz, Markus Reiter, die drei Unparteiischen dieser Partie. Die Gastgeber Ratio Farm Ulm in Weiß, die Gäste aus Würzburg in Rot. Und unser Experte in Blau, Pascal Roller, herzlich willkommen. Du kennst diese Situation, betrachten wir das mal aus Sicht der Ulmer. Die führen 2-0. Wie leicht oder wie schwer ist es, so eine Serie mit einem dritten Sieg zu beenden? Ich glaube, dass Ulm genauso aggressiv rauskommen muss wie die Spiele bisher und eigentlich genauso dominant über Per Günther gleich versuchen muss, das Spiel an sich zu reißen und den Würzburgern zu zeigen, hier ist bei uns zu Hause in Ulm nichts zu holen. Auf der anderen Seite, die Würzburger müssen es verstehen, den Gedanken, dass es morgen vorbei sein könnte und man vielleicht in drei Tagen schon zu Hause ist. Also wir haben ja ganz viele Amerikaner auch da in der Mannschaft, die sich sicherlich auch freuen, bald mal wieder ihre Familien zu sehen. Den Gedanken müssen sie ganz dringend verbannen und ich glaube, die Vorbereitungen werden auch entsprechend unterschiedlich abgelaufen sein. Ich könnte mir vorstellen, in Würzburg hat man vielleicht so ein bisschen mal umgestellt, also das Training, vielleicht mal wirklich gesagt, Jungs, okay, ist das potenziell letzte Spiel, wir haben nochmal Spaß, wir geben nochmal alles. Aus Ulmer Sicht wäre ich wesentlich konzentrierter oder mehr an Details versessen nochmal rangegangen. Ich glaube, es gab einiges, was sie besser machen können, auch im Hinblick auf, eine mögliche Finalteilnahme. So, Ulm in Weiß, Würzburg in Rot, die Gäste in Ballbesitz, Ulm führt in die... Team, bis ihr Land nach ihnen ruft, Deutschland, Frankreich, Spanien. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. B-Win. Sommerideen einfach mit Obi. Jetzt gibt es endlich einen Kredit, der sich individuell meinem Leben anpasst. Der Wie für mich gemacht Kredit der Targobank. Informieren Sie sich jetzt. Mit dem Wie für mich gemacht Kredit sind zum Beispiel kostenlose Sonderzahlungen jederzeit möglich. Targobank. So geht Bank heute. Besuchen Sie die Nummer 1 im Internet mit vielen großen Angeboten und tollen Sommerideen. Jetzt auf obi.de. Drittes Halbfinale, Ratio Farm Ulm gegen die S-Oliver Baskets aus Würzburg. Und es geht um ihn und vor allem um seinen linken Fuß, Isaiah Swan. Die Punktemaschine in Reihen. Der Ulmer hat sich vor einigen Tagen im Training eine Bänderverletzung am linken Fuß zugezogen. Er hat sich wieder aufgewärmt, er hat trainiert, allerdings alleine, nicht mit der Mannschaft. Sein Einsatz, schauen wir mal. Wir schauen uns mal die Startformation beider Mannschaften an, fangen an mit den Gastgebern, mit Ratio Farm Ulm. Der überragende Mann dieser Serie, Per Günther dazu, Sebastian Bett, Steven Esterkamp, Dane Watts und Big John Bryant, der MVP der Beko Basketball-Bundesliga, der wertvollste Spieler dieser Liga in dieser Saison. Die Arena hier in Ulm natürlich ausverkauft mit 6.000 Zuschauern, rund 500 Fans aus Würzburg sind dabei. Und das haben wir auch schon hier in Spiel Nummer 1 erlebt. Die machen hier richtig gute Stimmung, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Die in folgender Startformation auftritt: Ben Jacobson, John Little, Chris Kramer, Alex King und der Mann unter dem Korb, Big Jason
Boon, der Coach für die Mannschaft von John Patrick, der sicherlich Sensationelles geleistet hat bei den Würzburgern. Als Aufsteiger die Mannschaft in die Playoffs geführt, dann Alba Berlin ausgeschaltet. Jetzt liegt er allerdings mit seiner Mannschaft 0-2 zurück gegen Ratio Farm Ulm. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. So, drei Unparteiische wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Martin Martip, Clemens Fritz, Markus Reiter, die drei Unparteiischen dieser Partie. Die Gastgeber Ratio Farm Ulm in Weiß, die Gäste aus Würzburg in Rot. Und unser Experte in Blau, Pascal Roller, herzlich willkommen. Du kennst diese Situation, betrachten wir das mal aus Sicht der Ulmer. Die führen 2-0. Wie leicht oder wie schwer ist es, so eine Serie mit einem dritten Sieg zu beenden? Ich glaube, dass Ulm genauso aggressiv rauskommen muss wie die Spiele bisher und eigentlich genauso dominant über Per Günther gleich versuchen muss, das Spiel an sich zu reißen und den Würzburgern zu zeigen, hier ist bei uns zu Hause in Ulm nichts zu holen. Auf der anderen Seite, die Würzburger müssen es verstehen, den Gedanken, dass es morgen vorbei sein könnte und man vielleicht in drei Tagen schon zu Hause ist. Also wir haben ja ganz viele Amerikaner auch da in der Mannschaft, die sich sicherlich auch freuen, bald mal wieder ihre Familien zu sehen. Den Gedanken müssen sie ganz dringend verbannen und ich glaube, die Vorbereitungen werden auch entsprechend unterschiedlich abgelaufen sein. Ich könnte mir vorstellen, in Würzburg hat man vielleicht so ein bisschen mal umgestellt, also das Training, vielleicht mal wirklich gesagt, Jungs, okay, es ist das potenziell letzte Spiel, wir haben nochmal Spaß und wir geben nochmal alles. Aus Ulmer Sicht wäre ich wesentlich konzentrierter oder mehr an Details versessen nochmal rangegangen. Ich glaube, es gab einiges, was sie besser machen können, auch im Hinblick auf eine mögliche Finalteilnahme. So, Ulm in Weiß, Würzburg in Rot, die Gäste in Ballbesitz. Ulm führt in dieser Best-of-Five-Serie mit 2-0, heißt ein weiterer Sieg. Dann stehen sie im Finale und treffen auf den Titelverteidiger. Auf die Brose Baskets aus Bamberg. So, das sind die ersten Punkte dieser Partie, erzielt durch John Little. Zählt allerdings nicht, denn das Foulspiel vor dem Wurf. Deswegen keine Punkte für die Gäste, ein Wurf für Würzburg. So, vergebene Chance im zweiten Anlauf durch John Little. Das war sicherlich auch eines der schwierigen Phasen in Reihen der Würzburger. John Patrick hat das ja auch angesprochen, das Spiel Nummer 2. Sie hatten viele leichte Möglichkeiten, die sie verschenkt haben. Dane Watts gegen Alex King. Gut verteidigt von King. Sebastian Betz mit dem ersten Versuch bei den Ulmern. Ballbesitz Würzburg. Chris Kramer hat hier eine überragende Vorstellung in Partie Nummer 1 abgeliefert mit 22 Punkten. John Little. Foulspiel von Peer Günther. Ja, aus den ersten zwei Angriffen kann man direkt sehen, Würzburg ein Stück aggressiver und doch durchaus gewählt, doch noch was zu reißen. Gerade John Little als auch mittlerweile Führungspersönlichkeit im Angriff, also was das Scoring auch angeht oder zumindest die Anzahl der Würfe, die er nimmt, ist doch sehr hoch. Es ist wichtig, dass einer oder zwei Spieler wirklich das Team mitreißen. Ben Jacobsen deutlich zu kurz. Der Dreierversuch vom Spielmacher der S. Oliver Baskets aus Würzburg. Herr Günther, überragende Vorstellung bislang in den Playoffs, auch gegen Würzburg. 25 Punkte in Spiel Nummer 2, Foul von Jason Boone. Ja, der Kleine und der Große in Reihen der Ulmer, sie waren überragend in Spiel Nummer 2. Herr Günther mit 25 Punkten und John Bryant mit 16 Rebounds. Das sind zwei der ganz entscheidenden Leute in Reihen der Gastgeber. Herr Günther. Verteidigt von John Little. Steven Esterkamp, exzellenter Distanzschütze, sucht allerdings diesmal den Weg zum Korb. Tipp in verpasst von Bryant, Einwurf für Würzburg. Pascal, wir haben das angesprochen. Beide Mannschaften müssen sich entscheiden, mit welcher Einstellung sie in diese Partie einsteigen. Wie wichtig ist in dieser Hinsicht die Anfangsphase? Stichwort Signale setzen. Ja, durchaus wichtig.
Auch der Oma-Coach Thorsten Leiben hat das angesprochen. Also sie haben in Würzburg eindeutig von ihrem guten Start profitiert, weil sie da vom Start weg ein 10-Punkte-Polster hatten. Hätten sie das nicht gehabt und es war ja diese Ausgleichssituation 65-65 mit noch 4-5 Minuten gegen Ende des Spiels. Würzburg wäre vielleicht schon weg gewesen, also in der Situation. Insofern, die Mannschaft, die einen guten Start hat, ist sicherlich auch mental ein Stück weit im Vorteil. Ja, und die Ulmer haben keinen guten Start hier in Partie Nummer 3. Dreierversuch von Sebastian Betz. Nach wie vor keine Punkte für die Mannschaft, die hier zum Ende der regulären Saison Tabellenplatz Nummer 2 belegte. Würzburg zuletzt mit den Fingerspitzen am Ball. Einwurf für die Gastgeber. Frische 24 Sekunden. Ball hatte den Ring berührt. Per Günther gegen John Little. Das ist das Duell der beiden Point Guard, Sebastian Betz. Ulm sucht konsequent das Low-Post-Spiel, also versuchen wirklich ganz vehement den Ball reinzubringen. Entweder zu Dane Watts, der Spiel Nummer 2 sicherlich aufgrund der Geburt seines Kindes etwas neben sich stand, aber nicht so ganz die Bindung hatte. Aber auch John Bryant, wir hatten es in der zweiten Partie auch analysiert, hat Probleme gegen die sehr doch physisch unterlegenen kleineren Würzburger, sich überhaupt zu positionieren. So, zweites Foul von Jason Bohn und deswegen bekommt er jetzt erstmal eine Pause aufgrund seiner Foulbelastung. Für ihn kommt Robert Tomacek und zwei Freiwürfe für Sebastian Betz, der gefoult wurde. Das ist der Spieler, der in die erste Fünf der Ulmer gerutscht ist für Isaiah Swan und hat im Spiel Nummer 2 eine richtig gute Vorstellung abgeliefert. Ja, Betz ist ein super konstanter Spieler. Der Rolle, die ihm der Trainer zugedacht hat. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig für junge deutsche Spieler zu sehen. Es gibt wieder oder eine Perspektive. Also es gibt Trainer, die auf deutsche Spieler setzen, aber auch gute deutsche Spieler, die ja nicht wie Per Günther Nationalspieler sein müssen, um zu spielen, sondern auch wirklich gute Rollenspieler, die mittlerweile in der BKBBL vorhanden sind. 2-2 durch Betz. John Little für 3, der ist drin. Das war bislang noch nicht die ganz große Stärke der Würzburger in dieser Serie. Trefferquote jenseits der Dreierlinie. Ja, aber das kann ein Knackpunkt sein. Also es gibt einige Faktoren aus meiner Sicht, die Würzburg heute zum Sieg verhelfen können. Es kann ein guter Tag jenseits der 3-Punkte-Linie sein. Also sagen wir mal, sie werfen wirklich 40% übers Spiel gesehen. Dann wird es vor Ulm schon sicherlich schwierig, auch dieses hohe Tempo zu stoppen. Wissentlich, dass sie schnell und auch von außen dann abschließen und hochprozentig abschließen. Andere Möglichkeit wäre, sie haben es bisher nicht verstanden, in der Serie die Rebounds zu ihren Gunsten zu kontrollieren. Also ein typisches Merkmal für das Würzburger Spiel ist, dass sie sich mehr Angriffe arbeiten als der Gegner. Wenn sie das schaffen sollten, gerade durch den Offensiv-Rebound, da hatten sie allein 20 an der Zahl in Spiel Nummer 2. Wenn sie da weiter aggressiv bleiben, ich glaube, in Kombination wären das zum Beispiel zwei Faktoren, mit denen sie die Ulmer heute in Verlegenheit bringen können. So, da war das Netz nicht ganz unten. Der Schiedsrichter hat sich offensichtlich nicht getraut, beziehungsweise seiner Sprungkraft nicht ganz vertraut, oder? Ja, ganz offensichtlich. Aber du hättest das geschafft, oder? Locker. Ich komme ans Netz. Ich hätte das so runtergeköpft, ja. Ja, ja. So, das Netz ist wieder gerichtet. Foulspiel von John Little. Einwurf für Ratio Farm Ulm unter dem Korb der Gäste. Durch Per Günther. Esterkamp. Ja, dem lassen sie natürlich keinen Platz. Er ist ein exzellenter Distanzschütze. John Bryant. Einwurf Ulm. 9 Sekunden noch auf der 24 Sekunden. Ja, toll gemacht bei diesem Closeout. Also wenn ich das mal technisch beleuchten darf. Also viele Spieler kommen da rausgerannt auf den Ball aus der Rotation und haben die Hände unten. Und das ermöglicht nämlich genau diesen Pass, den John Bryant spielen wollte. Aber in der Situation kam der Verteidiger mit den Händen hoch und hat ja, den Angriff nochmal verzögert. Per Günther. Abgelegt auf Steven Esterkamp. Da hat er den Platz, den er braucht. Die Punkte 3 und 4 für die Gastgeber. Kramer. Dann Jacobsen. Und der Ball geht von Jacobsen ins Aus. John Patrick nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Es gibt die Ermahnung vom Unparteiischen, sich da etwas mehr zurückzuhalten. Wir kontrollieren mal. Ja, sieht so aus, als wenn Jacobsen da zuletzt am Ball war. Entscheidung richtig, heißt Einwurf für die Gastgeber, die sehr heimstark sind, haben in der regulären Saison als auch in den Playoffs nur ein einziges Spiel verloren. Und das ist gegen den Titelverteidiger, gegen die Brose Baskets aus Bamberg. 5 Playoff-Spiele, 5 Siege. John Bryant gegen Tomaszek. Eigentlich ein Duell, das die Ulmer suchen sollten. Esterkamp. Und die Möglichkeit für die Gäste zum Schnellangriff. John Little. Schön gesehen. Klasse gespielt.
John Little auf Chris Kramer. Das sind Punkte, das spürt man so richtig. Die tun einfach gut. Einwurf, Ulm. Ja, sie dürfen nicht so viele leichte, du hattest es vorhin angesprochen, Korbchancen liegen lassen wie im Spiel Nummer 2. Und beide Trainer sind letztendlich, wir haben es von beiden Coaches gehört, nicht zufrieden mit der Transition Defense bisher in der Serie gewesen, also mit dem Umschalten von Angriff in Verteidigung. Auch ein weiterer Faktor, der spielentscheidend sein kann heute. So, Foulspiel gegen Robert Tomaszek. Sein Positionskollege Jason Boone sitzt schon mit zwei persönlichen Fouls auf der Bank. Also da geht es schon richtig ordentlich zur Sache. Bryant, 130 Kilo. Und ich denke, der Tomaszek, der wiegt auch nicht wesentlich weniger. Esterkamp. Sehr gute Verteidigung von den Würzburgern. Per Günther. Betz. Der Dreierversuch ist gut. Sieben zu sieben durch den Dreier von Sebastian Betz. Jacobs. Anspiel auf Kramer nicht möglich. Jetzt ist es da. Kramer für drei. Per Günther liegt am Boden, hatte offensichtlich einen Schlag vorher abgekommen. Thorsten Leibnard ist sauer. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns das nochmals anzuschauen. Hab nicht genau mitverfolgen können, was da mit Per Günther im Vorfeld passiert ist. Und die Fans der Ulmer natürlich nicht einverstanden. Hier haben wir die Szene. Das war der Moment, in der sich Per Günther verletzt hat. Schauen wir uns das Ganze nochmals an. Ja, da liegt er schon am Boden, also schwierig zu erkennen. Auf jeden Fall humpelt er, tritt mit dem linken Fuß nicht auf. Möglicherweise ist er da mit dem linken Fuß umgeknickt. Sieht momentan nicht gut aus. Das wäre also der zweite Spieler, wenn es denn so käme, der verletzungsbedingt bei den Ulmern möglicherweise passen müsste neben Isaiah Swan. Sieht nicht gut aus und er ist ziemlich sicher da auf den Fuß von Kramer getreten, als er ihn nach außen auf zur 3-Punkte-Linie hin verteidigen wollte. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher Rückschlag. Also ich bin vor dem Spiel schon eh davon ausgegangen, dass wir Isaiah Swan für 10, 15 Minuten sehen werden, einfach um auch Mason Griffin und Per Günther die ein bisschen entlasten zu sehen. In der Situation wird das natürlich unheimlich wehtun, dem Ulmer Spiel. Die beiden haben unheimlich viel Druck ins Spiel 2 machen können und es auch verstanden, einfach durch ihren schnellen Ballvortrag das Würzburger oder die Würzburger Verteidigung nie wirklich mit diesem enormen Druck auf sie einwirken zu lassen. Ob Swan schon so weit ist, diesen Druck zu handeln, ist eine interessante Frage, die sich dieses Spiel sicherlich relativ schnell auch zeigen wird. So, Dane Watt steht an der Freiwurflinie und wir können von hier oben beobachten, dass Per Günther an der Bank nicht am Fuß behandelt wird, sondern sein linkes Knie wird da mächtig mit Eisspray behandelt. Jetzt geht er erstmal in die Kabine. So, Ulm ohne Swan, Ulm ohne Günther. Aber dafür mit Tommy Mason Griffin, der Mann mit der Nummer 5. Sebastian Betz, erster Camp. Ja, das ist die Zeit, die er braucht, um abzudrücken und um zu treffen. Steven Esterkamp, 10 beide. Ja, das wird John Patrick gar nicht gefallen. Das haben wir in den Auszeiten in Spiel 2 öfter gehört, dass er mahnt, dass wer auch immer Steven Esterkamp verteidigt, er keinen Abstand lässt. Alex King gegen Sebastian Betz. Und der Pass zum Trainer. Aber vorher das Foulspiel gegen Ulm. Etwas fällt auch auf, aus meiner Sicht die ersten paar Minuten schon. Es ist ein bisschen langsameres Tempo, mit dem beide Mannschaften agieren. Sicherlich auch dadurch geschuldet, dass das letzte Spiel erst 2 Tage her ist oder 2 Tage Pause nur dazwischen waren. Also am Donnerstag sie ja erst aufeinander getroffen haben. Das ist schon ein enormer Kräfteverschleiß, der im Laufe so einer Serie und in den Playoff insgesamt auf die einzelnen Spieler einwirkt. 10 Minuten 50 noch zu spielen im ersten Viertel. 10 zu 10 zwischen Ulm und Würzburg in Partie Nummer 3. Tomaszek, ja, war kurz davor zu sagen, ist nicht seine große Stärke. Er trifft ihn trotzdem. 2-Punkt-Führung für die Gäste. Und jetzt wieder diese Ganzfeldpresse der Würzburger. Dane Watts. Tommy Mason Griffin hat vor einigen Wochen hier seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Ebenso wie Dane Watts. John Bryant bislang sehr ruhig. Der MVP, Fehlversuch vom Centerspieler der Ulmer.
Chris Kramer. So, Fehlversuch von Ricky Harris, gerade eingewechselt worden bei den Würzburgern. Möglichkeit für die Gastgeber zum Schnellangriff. Und das ist clever gemacht von Tommy Mason Griffin. Zieht das Foul gegen Alex King, der jetzt eine Pause bekommt. Für ihn kommt Ivan Elliott. Ja, Pascal, jetzt wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Ob Isaiah Swann spielt, ist fraglich. Ob Per Günther nochmals zurückkommt, ist auch fraglich. Wie sehr schwächt das die Ulmer? Sehr. Auch vor Spiel 2 haben wir schon gesagt, mit zwei Leuten, zwei Aufbauspielern und einzigen legitimen Ballhändler in der Ulmer Mannschaft, wenn Swann draußen ist, die den Ball bringen müssen über 40 Minuten gegen diese Fullcourt-Presse. Das war schon eine ziemliche Leistung. Ja, wenn Griffin da alleine stehen sollte und wir dann Esther Camp oder auch Metz sehen, auf einmal die Bälle bringen müssen, das ist etwas, was die Würzburger ausnutzen müssen. Ja, und das dürfte ihnen entgegenkommen. Das ist eine Mannschaft, die sehr viel Druck entfacht. Und wenn die Ulmer jetzt momentan nur noch mit einem etatmäßigen Spielmacher unterwegs sind, dann dürfte es darauf hinauslaufen, dass der Druck weiter erhöht wird. Ben Jacobs. Ricky Harris gegen Dane Watts, abgelegt auf Chris Kramer, Fehlversuch von der Freiburg-Ecke. Tommy Mason Griffin. So, Überzahl ist nicht mehr da, aber der offene Wurf von Esther Kemp wäre es fast gewesen. Dane Watts, Griffin von der Freiburg-Linie, hätte er nehmen können. Passt nochmal weiter. Fehlversuch Ulm. Möglichkeit für die Würzburger, Tempo aufzunehmen. Und dann das taktische Foul von Tommy Mason Griffin, um diesen Schnellangriff der Würzburger zu stoppen. So, Wechsel bei den Gastgebern. Keaton Menkeville kommt für Dane Watts. Einer dieser gefährlichen großen Distanzschützen in Reihen von Thorsten Leibener. Tomaszek. Was ist mit dem Tomaszek los? Ja, er hat den Platz. John Bryant sieht es genauso wie du, dass er nicht ein konstant guter Schütze aus der Mitteldistanz ist. Ja, und wenn man erstmal das Selbstvertrauen hat, dann wird man auch die nächsten Würfe als Spieler. Und ich glaube, er hat, oder ziemlich sicher hat er die Freiheiten in dem Würzburger Offensivsystem. So, und die Ulmer versuchen, ihren MVP ins Spiel zu bringen. Fehlversuch von Big John Bryant. Ballbesitz für die Würzburger. Harris. Ja, deutlich zu kurz. Schlechter Wurf auch. Also Würzburger, schnelles Spiel in Ehren. Aber solche Würfe, die tun dann natürlich auch weh. Also man merkt, es geht relativ schnell dann wieder auf die andere Seite. Und Ulmer kriegen oder hätten hier schon ganz offenen Wurf gehabt. Jetzt haben sie ihn hier. So, Torwart will den Dreier nicht. Nenke will ja, aber er trifft nichts. 4-3, Überzahl. Chris Kramer! Viel, viel Entschlossenheit im Spiel bei den Würzburgern zu erkennen. Ja, man spürt bis hier oben hin, die Würzburger wollen nicht, dass die Saison heute zu Ende geht. Das wäre der Fall, wenn sie heute verlieren würden. Also da kann ich Kramer verstehen, seine Aufregung. Die Schiedsrichter nichts, denn die geben ihm ein technisches Foul. Ich glaube, sie haben ihn ermahnt, dass es das nächste Mal eins geben wird. Aber also, da kann ich ihn durchaus verstehen. Er war sicherlich nicht derjenige, der dann noch dem Ball nachgegangen ist. So, es gibt die erste Auszeit. 2:14 noch zu spielen in Ulm. Die Gäste führen 16:12. Die professionelle Lösung für dünner werdendes Haar. Koffein Hair Activation für volleres, gestärktes Haar. Neu, Sires Man. Professionelle Haarpflege, die man sich leisten kann. AXA definiert Vorsorge neu. Sie wollen die Existenz Ihrer Familie absichern, eine umfassende Altersvorsorge aufbauen oder Ihren Ruhestand planen. AXA hat die Lösung mit Plan 360 Grad. Beste Rundumberatung von der Sicherung Ihrer Existenz bis zur Planung Ihres Ruhestands. Informieren Sie sich auf axa.de. Für beste Bierqualität haben Männer jetzt ein neues Zeichen, den Sechskant. Den Hasseröder Premium Pilz gibt es jetzt in der neuen Sechskantflasche. Erfrischend purer Pilzgeschmack für Männer mit Profil. Hasseröder. Männer wissen warum.
4 Punkte Führung für die Gäste aus Würzburg. Er ist wieder zurück aus der Kabine, Per Günther. Er hat sich vorhin offensichtlich am linken Knie verletzt. Er ist dort an der Bank behandelt worden. Ulm, und wir warten natürlich darauf, ob er heute nochmals zum Einsatz kommt. Er sitzt auf jeden Fall auf der Bank. So, es hat gegeben kein technisches Foul gegen Chris Kramer, aber ein persönliches Foul. Und deswegen gibt es jetzt 2 Freiwürfe für Steven Esterkamp. Mannschaftsfoulgrenze bei den Gästen ist erreicht mit 5 Fouls, 4 auf dem Konto der Ulmer. Also bei dem nächsten gibt es dann auch automatisch Freiwürfe für die Gäste. Eine klassische Situation, wo Ulm jetzt vielleicht die Zone nochmal zeigt, die sie bisher jetzt schon ein paar Mal in der Verteidigung präsentiert haben, in der sie auch, man sieht es wieder, John Bryant ganz nach oben ziehen, wirklich auf Höhe der 3-Punkte-Linie. Schöne Aussage, die John Patrick da getroffen hat, wunderschön gesehen, in der Auszeit, er sagte, you don't even have to pass, just shoot it right away, also wenn sie in der Zone spielen, nicht mal passen, direkt drauflöten, also das hört man natürlich gerne als Spieler. Ja, da hat sich John Patrick was Gutes einfallen lassen, hat seine Mannschaft gut darauf vorbereitet, dass die Ulmer auf Zone umstellen. Und dann dieser Alley-Oop auf John Little. 5 Punkte Führung für die Mannschaft, die mit 0-2 zurückliegt. Hier nochmals das tolle Anspiel von Ben Jacobson auf John Little. 18-13 für die Gäste. Ricky Harris, ja, wirkt ein bisschen unentschlossen. Fehlversuch von Tomaszek. Bryant war da zuletzt am Ball. Heißt Einwurf für die Würzburger. Ja, für all die, die uns auf Twitter verfolgen, da können Sie natürlich auch mitreden. Unter www.twitter.com/bkobbl. Unter Playoffs Baby. Tja, eine interessante Frage natürlich. Falls denn Per Günther ausfallen sollte, können die Ulmer es trotzdem schaffen, heute die Serie mit einem Heimsieg zu beenden? Oder auch nicht? Also deutlich zu spüren, dass nach dem Ausfall von Per Günther bisher das Ulmer Offensivspiel merklich leidet und da doch die ordnende Hand fehlt. Also Griffin ist wirklich auch das letzte Spiel schon nicht so in dem Rhythmus drin, dass er das Spiel sehr gut führt. Ja, deutlich zu spüren, die Ulmer sind verunsichert. Bei den Würzburgern ist schon eine gehörige Portion von Selbstbewusstsein zu spüren. Aber 13 Punkte bis zu diesem Zeitpunkt in eigener Halle, das ist natürlich etwas zu wenig. Fehlversuch von John Bryant. Ricky Harris. So, letzten Angriff können die Würzburger im ersten Viertel nicht ganz zu Ende spielen. Ricky Harris, Ballverlust. So, die Chance auf den letzten Wurf im ersten Spielabschnitt haben die Gastgeber. Aber Würzburg führt mit 5, 18-13. Army Mason Griffin. So, wohin mit dem Ball? Torbert, jetzt wird Zeit. 3 Sekunden noch auf der 24 Sekunden nur. Keaton Nenkeville für 3 und das Rennen. Oh, und das tut der Mannschaft gut. Und auch den Fans hier in der ausverkauften Arena. Ulm ist wieder dran bis auf 3. 15-18 zum Ende des ersten Viertels. Einmal durchschnaufen. Dann geht's gleich weiter. Drittes Halbfinale. Ulm gegen Würzburg. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Highspeed am absoluten Limit. Fehler machen verboten. Sie sind die Akrobaten auf 4 Rädern. Halten die Zuschauer in Atem und riskieren alles. Motorsportspektakel hat einen Namen. WRC, die Rallye-Weltmeisterschaft auf Sport 1. Horst will seinen Enkeln später Geschichten erzählen. Von seiner Weltumsegelung, der Alpenüberquerung mit dem Rad, seinem Fallschirmsprung über Andalusien und dem guten Essen in spanischen Krankenhäusern. Was auch immer Sie vorhaben, Ihre Pläne, Ihr Leben, Ihre Versicherung. ARAG. Wirst du der Held von Duria?
Verbünde dich mit tausenden Gleichgesinnten und erlange ungeahnte Kräfte. Trotze den Drachen und Monstern der Underwelt. Mach dich bereit für die Schlacht deines Lebens. Drakensang Online. Spiele jetzt kostenlos mit unter drakensang.de/sport1. Für beste Bierqualität haben Männer jetzt ein neues Zeichen. Den Sechskant. Den Hasseröder Premium Pilz gibt es jetzt in der neuen Sechskantflasche. Erfrischend purer Pilzgeschmack für Männer mit Profil. Hasseröder. Männer wissen warum. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Zurück in Ulm, drittes Halbfinale. Ratiofarm Ulm gegen die S. Oliver Baskets aus Würzburg. Und der Spielmacher, der Gastgeber, Per Günther, ist wieder zurück. Also, wollen wir nicht zu sehr diagnostizieren, aber es sieht so aus, als wenn Per Günther weiter mitwirken kann. Er hat sich da offensichtlich vorhin eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Pascal, wir werden es natürlich immer so mit einem Auge beobachten, wie rund die Bewegung von Per Günther wirklich ist. Und das zweite Viertel beginnt nicht gut für die Gastgeber mit einem Ballverlust und einem Foul. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir sehr Swan auch nicht in der ersten Halbzeit sehen. Also klassisch wäre es eigentlich, wenn man einen verletzten Spieler gerade mit Sprunggelenksproblemen einsetzen will, dann braucht er ein bisschen Warm-up. Das heißt, er hätte ihn eigentlich relativ früh dann auch schon im ersten Viertel gebracht. Dadurch, dass er es nicht getan hat, gehe ich davon aus, wenn er ihn dann nochmal bringt, dann höchstens nach der Halbzeit. Ricky Harris. So, trägt jetzt eine Kniebandage, passend zur Farbe der Schuhe in grün. Nankiewicz, John Little. So, Foulspiel von Per Günther wird als unsportliches Foul gewertet. Entscheidung ist korrekt, weil wenn der Pass angekommen wäre, ohne dass Per Günther ihn festgehalten wäre, dann wären das zwei leichte Punkte für die Würzburger gewesen. Ja, es war schon sehr viel Kontakt auch auf der Gegenseite. Also als Nankiewicz sich dazu überhaupt durchgetankt hat, kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen ja, unglücklich war über den nicht bekommenen Pfiff. Natürlich denkbar ungünstig. Gut, die Würzburger lassen jetzt den ersten hier liegen, aber das sind so Situationen, daraus kann eine Mannschaft, also der Gegner in dem Fall Würzburg, sehr viel Kraft schöpfen, wenn man einfache Punkte macht. Unsportliches Foul heißt zwei Freiwürfe ohne Aufstellung. Die Würzburger können daraus kein Kapital schlagen. Zwei Fehlversuche von Ben Jacobsen. Hier haben wir die Szene nochmals. Achten wir auf das Duell. Per Günther gegen Ben Jacobsen. Ja, schwierig zu erkennen, aber nach Festhalten sah es jetzt nicht so richtig aus. Aber die Schiedsrichter haben es mal so gedeutet. Unsportliches Foul gegen Per Günther. Pause und nach den zwei Freiwürfen geht es weiter mit Einwurf an der Mittellinie. Für die Gäste aus Würzburg, die mit drei Punkten führen. Ivan Elliott, guter Distanzschütze. Aber der war vielleicht ein bisschen zu weit, aber Hilfe ist da, in Person von Robert Tomaszek, setzt nach und wird dabei gefoult. Heißt, zwei Freiwürfe für den Mann mit der Nummer 24 in Rot. Ja, das war auch Per Günthers zweites Foul, also was aus aus Würzburger Sicht gut ist, aus Ulmer Sicht natürlich weniger gut. Gut für ihn die Möglichkeit, jetzt noch mal ein bisschen wirklich sein Knie zu schonen. Aber das ist eine ganz interessante Konstellation. Tomaszek spielt toll bisher. Aber auch da, wenn er sich aus dem Foulproblem raushalten kann, wichtig. Jason Boone hat auch schon zwei frühe Fouls gefangen. Also es sind interessante Konstellationen, die durchaus großen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben können. Auch das gehört mit zum Playoff-Basketball dazu. Improvisation, wenn Spieler Foulprobleme bekommen oder wenn Spieler sich verletzen, heißt es natürlich, richtig drauf zu reagieren. So, die Würzburger erhöhen den Druck und die Ulmer werfen ganz schnell ein, wollen den Dreier allerdings nicht. Dame Watts. Ja, das ist clever gespielt. Größenvorteil ausgenutzt. Hakenwurf von Dame Watts. Drei-Punkt-Führung für Würzburg. Tomaszek. Elliott. John Little. Little jetzt gegen Watts, ist schneller, sucht den Weg zum Korb. Und dann vergessen sie, ihre Gegenspieler vom Korb wegzuhalten. Der Tipptank von Ivan Elliott. Mason Griffin, Dame Watts. Und jetzt hilft's. Dazu kommt das Foulspiel von Ivan Elliott und ein Bonus-Freiwurf für Dame Watts.
Ja, aber die Szene nochmals. Da gab es den Kontakt. Da gab es das Foul. Ein Freiwurf für Dane Watts. So, wechsel mal den Gästen. Pause für Harris und für Tomaszek. Alex King und Chris Kramer kommen wieder zurück. An der Linie Dane Watts. Sehr sicheres, sehr lockeres Händchen von Dane Watts. Ballgewinn Ulm. Esther Kemp. Hat es gut gespielt mit Geduld und haben sie den richtigen gefunden in der Ecke. Und führt mit einem 23:20. Ähnliche Szene wie vorhin zum Ende des ersten Viertels. Da war es kein Dreier, nur ein Zweier. Diesmal ist es ein Dreier von Keaton Denkibel. Und führt gegen Würzburg 23:22. Mit Glück sind sie in 5 Tagen wieder raus. Privat für alle. Unsere Experten machen es möglich. Mit der privaten Zusatzversicherung der DKV für ein- oder Zweibettzimmer. Jetzt informieren. Trikottausch! Ich glaube, du tauschst mal lieber dein Deo. Start your day right mit RideGuard Extreme Polar. Dem ersten Deo mit Aircondition-Effekt. Kühlt immer dann, wenn du es brauchst. Neu RideGuard Extreme Polar. Wann wechselst du? Hi, ich bin Jana. Mein Tipp für alle, die gerne telefonieren, surfen und SMS schreiben. Einfach zum Kongstar 9 Center-Tarif die Surf- und die SMS-Flat dazu buchen. Könnt ihr jederzeit wieder abbuchen. Der 9 Center-Tarif mit den Flat-Optionen. Jetzt bestellen unter 0800 100 1234 oder kongstar.de. Kongstar, du willst es, du kriegst es. Auch die Kleinigkeiten entscheiden große Spiele, wie zum Beispiel das Nicht-Ausblocken in der Defensive. Ermöglicht diesen Tippdank von Ivan Elliott für die S-Oliver Baskets aus Würzburg. Aber die Gastgeber RCV Ulm, sie haben das Spiel gedreht. Sie führen 8 Minuten und 17 Sekunden vor Ende des zweiten Viertels mit 23:22. Ballbesitz für die Mannschaft, die mit 0:2 in dieser Serie zurückliegt und bei einer weiteren Niederlage heute das Saisonende einfährt. Ben Jacobs, John Little. Zu lange Dreierversuch, Rebound von Dane Watts. Tommy Mason Griffin. Pascal, ganz interessant, die letzte Auszeit. Wir konnten bei den Würzburgern reinlauschen. Sie wollen sich voll auf Tommy Mason Griffin konzentrieren, weil die Würzburger natürlich auch wissen, das ist der einzige legitime Spielmacher, den sie noch haben. Aber der Mann, der im Moment die Akzente setzt bei den Ullmann, das ist Keaton Nankivill. Ivan Elliott. Deutlich zu kurz. Ja, wir haben ein deutlich höheres Tempo jetzt im Spiel, was ganz offensichtlich sich zu Ulmer Gunsten auswirkt. Also etwas, was Würzburg jetzt auch realisieren müsste und vielleicht doch dann und wann mal wieder ein bisschen das Tempo rausnehmen sollte. Oh, Ballverlust bei den Ulmern. Wechsel bei den Gästen. Jermaine Buckner kommt für Ivan Elliott. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht seine ersten 2 Aktionen mit Fouls negativ aufwählt, sondern heute ja mehr als 20-25 Sekunden auf dem Spielfeld steht, um auch ein paar Impulse zu setzen. Chris Kramer. John Little. Zu lang der Dreierversuch, aber der Offensivrebound durch den eingewechselten Jermaine Buckner. Ben Jacobson. Foulspiel von Tommy Mason Griffin, Gegenspieler am Handgelenk festgehalten. Drittes Mannschaftsfoul bzw. 4. Mannschaftsfoul der Ulmer im 2. Spielabschnitt. 1 bislang auf Seiten der Würzburger. Einwurf für die Gäste. Ja, und wenn du sagst, sie wollen Mason Griffin unter Druck setzen, indem sie defensiv doppeln und attackieren, genauso gut können sie das offensiv tun, indem sie ganz viele Pick-and-Rolls involvieren. Also sprich, dass man immer, oder derjenige Spieler, von dem er verteidigt wird, ja, läuft einen Block und abrollen, dass er sich über den Block kämpfen muss, wie gerade eben, dann gegen Alex King bei einer Switch-Situation gegen einen längeren, physisch stärkeren Spieler spielen muss. Also auch das kann ordentlich Kraft kosten. Tommy Mason Griffin. Der Mann, der das Spiel der Ulmer organisiert und möglicherweise heute deutlich mehr spielen muss, als er das normalerweise tut, aufgrund der Verletzung bei Per Günther. Dane Watts, schwieriger Wurf, er macht die trotzdem. Magic Watts.
Jacobs im Zusammenspiel mit Alex King. Das ist gut gespielt. Buckner unentschlossen, unsicher. Jetzt wird es langsam Zeit. 3 Sekunden noch auf der 24 Sekunden. Nur noch 1 Sekunde. Ben Jacobsen. Würzburg trifft nicht. Weder aus der Distanz noch nah am Korb. Knapp 6 Minuten um 2 Viertel noch zu spielen. Einwurf Ulm. Ja, Buckner hat auch sehr verunsichert, was deutlich zu sehen ist. Also er versucht Fehler zu vermeiden. Hat jetzt schon eigentlich einen möglichen Würzburger, aus Würzburger Sicht, Würzburger Wurf nicht genommen. Ich glaube, es ist wichtig für ihn, wenn er wirklich Akzente setzen will, dass er da überhaupt nicht jetzt anfängt, drüber nachzudenken, sondern einfach fleißig mit attackiert. Und das ist letztendlich auch immer das, was John Patrick sehen will. Also jede Auszeit bestätigt, dass er sagt, just attack, be aggressive on offense. Also immer versuchen, das 1 gegen 1 auch weiter zu suchen und früh abzuschließen. Damit hat er überhaupt kein Problem. Chris Kramer und Jason Bohn wieder zurück bei den Gästen. Jetzt wird's Zeit. Tommy Mason Griffin, 24 Sekunden nur, war kurz davor abzulaufen und dann das Foulspiel gegen die Würzburger. Und das tut natürlich richtig weh. Eigentlich waren sie schon im Ballbesitz, aber dann gab's das Foul von Jermaine Buckner. Das heißt, der nächste Angriff gehört den Gastgebern. So, John Bryant kommt wieder zurück. Einwurf Ulm. 5:35 noch zu spielen hier in der ausverkauften Arena. Gibt es den 6. Playoff-Sieg in Serie für die Gastgeber? Oder können die Würzburger diese Serie verlängern und ein 4. Spiel in Würzburg erzwingen? Jetzt haben wir das 5. Mannschaftsfoul bei den Gastgebern. Heißt 2 Freiwürfe für die S. Oliver Baskets aus Würzburg. So, der Gefaulte, Chris Kramer. Der Mann, der eine so überragende Vorstellung hier in Partie Nummer 1 abgeliefert hat für die Würzburger. Allerdings gab es hier die Niederlage. 22 Zähler konnte er beisteuern. Und das typische Merkmal seiner Spielweise ist Intensität pur. Aber er trifft auch sehr kluge Entscheidungen. Anders als manch anderer Spieler im Würzburger Team, glaube ich, weiß er sehr genau darüber Bescheid, was er zu leisten imstande ist oder welche Würfe für ihn gute Würfe sind. Also er wirft deutlich hochprozentiger als der ein oder andere Mitspieler. Das spricht natürlich sehr für ihn und ich glaube auch, wie auch immer die Saison enden wird oder wie seine Vertragskonstellation bei ihm aussieht, er ist definitiv ein Spieler, der sich weiter in der Liga empfehlen oder empfohlen hat, auch durch speziell diese Serie jetzt. Tommy Mason Griffin nutzt seine Schnelligkeit und seine Athletik aus, zieht das nächste Foul gegen die Gäste aus Würzburg. Und darf sich aufgrund dessen zweimal von der Freiwurflinie versuchen. So, Per Günther sehen wir momentan nicht auf der Bank der Ulmer. Dann wird er offensichtlich in der Kabine der Gastgeber behandelt. Wir vermuten mal, dass es daran liegt, dass er sich da vielleicht eine Verletzung am linken Knie zugezogen hat. Information von den Kollegen unten am Spielfeld dran. Von hier oben ist er nicht zu sehen. Er sitzt auf einem Fahrrad und hält sich dort warm. Da ist er, der Per Günther. Fünf Minuten, 10 Sekunden noch zu spielen. Im 2. Viertel. Ulm führt gegen Würzburg 29-23. Zonenverteidigung bei den Gastgebern. Wo sind die Distanzschützen der Würzburger? Ricky Harris nimmt einen Dribbling, nimmt den Wurf, aber der passt nicht. Tommy Mason Griffin. Dane Watts. Talbot. John Little. Ja, wenig Punkte, keine guten Trefferquoten bei beiden Teams. Nervosität auf beiden Seiten deutlich zu spüren. Chris Kramer. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Anspiel auf Jason Bohn. 1 gegen 2, Mason Griffin. Normalerweise nimmt man den Wurf nicht. Aber was ist da schon normal?
Du hättest ihn auch genommen, oder? Auf jeden Fall hätte ich den genommen. Also wenn ich schon als erster vorne bin, kann er mitkommen. Nein, aber es ist auch durchaus eine gute Wurfsituation. Insofern nicht, weil man eine Überzahl hat, das hat man nicht. Aber weil, ja, wenn der zweite, dritte Trailer kommt, die sehr gute Offensiv-Rebound-Situation haben. John Little. Ein erster Camp vorbei, dann landet der Ball ins Aus. Die Würzburger haben den Rhythmus in der Offensive verloren. Keaton Linkeville kommt wieder zurück. Er setzt Dane Watts. So, es gibt die nächste Auszeit hier in der ausverkauften Arena in Ulm. 3 Minuten 58 Sekunden noch zu spielen im zweiten Viertel. Die Gastgeber führen mit 31 zu 23. Pascal, du hast das vorhin schon mal angesprochen. Eine Begegnung, in der wir bislang relativ wenig Punkte erleben. Zu wessen Vorteil ist das eher? Ja, momentan ganz offensichtlich zum Vorteil der Ulmer. Es ist aber so, dass die Würzburger mir aus meiner Sicht einfach zu viele leichte Punkte auch liegen lassen wieder. Sie haben erneut einige Freiwürfe verworfen und sie tun sich doch ein bisschen schwerer, als ich dachte, gegen vor allem die Zonenverteidigung der Ulmer Mannschaft, die ganz bewusst sehr weit nach oben rückt und eigentlich auch so unterbindet, die Würfe von außen zu nehmen. Das Würzburger Team scheint mir ein bisschen zu sehr darauf eingefahren zu sein, auch wirklich aus der Distanz den Gegner besiegen zu wollen. Also ein paar Faktoren, die sie eigentlich selber ganz gut steuern könnten. Aber man hat immer das Gefühl, die Würzburger spielen ihren Stil und sind nicht in der Lage, sich die wirklich nochmal explizit auch im Laufe eines Spiels diesen zu ändern und anzupassen. Anders bei den Ulmern. Sie sind auch ungemein ausgeglichen besetzt, vielleicht oder sicherlich ein bisschen tiefer als die Würzburger, aber auch individuell anders aufgestellt. Also sie wollen nicht nur Run and Gun spielen, also das liegt ihnen eh ferner, als sie es die Jahre davor, denke ich mal, praktiziert haben. Aber sie sind auch in der Lage, wirklich mal Angriffe auszuspielen. Sie sind unterm Korb sehr stark, wobei Brian sich deutlich schwerer tut gegen die kleinen Würzburger als gegen manch anderes Team. Also potenziell Bamberg, wenn ich daran denke. Ich glaube, da hat er dann wieder gleiche oder gerechtere Matchups. Aber es ist ja, schon ein Matchup, das eher für Ulm spricht, das muss man ganz klar sagen. So, knapp 4 Sekunden haben wir noch im zweiten Viertel. Würzburg erhöht den Druck. Aber Ulm kann sich aus diesem Druck lösen. Tommy Mason Griffin im Zusammenspiel mit John Bryant. Steht mit dem Fuß auf der Dreierlinie. Nur 2 Punkte für den Spielmacher der Ulmer. Wir haben das angesprochen, Pascal. Die Bedeutung von Tommy Mason Griffin wird wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch weiter zunehmend, gerade im Rückblick auf die vermeintliche Verletzung von Per Günther. Ja, natürlich eine ganz clevere Möglichkeit, sich quasi über sein Offensivspiel ins Spiel reinzuschießen, reinzuwerfen. Spielversuch von Jason Bohn. Hat er scheinbar großen Respekt vor dem MVP der BeCo Basketball-Bundesliga, John Bryant. Mason Griffin wird gedoppelt. Zonenverteidigung Würzburg. Taubert auf dem Weg zum Korb. Zu unentschlossen. Ricky Harris. Gute Hilfe von John Bryant. Kein Durchkommen. Also die Tür mal kurz zugemacht. So, Harris im zweiten Anlauf. Jacobson. Jacobson gegen Esterkamp. Hat Platz, hat Zeit. Geht 1 gegen 1. Aber verschenkt die leichten Punkte für die Würzburger. Erinnert so ein bisschen an Spiel Nummer 2, da hat John Patrick ja auch angesprochen, sie haben zu viele dieser vermeintlichen Elfmeter verschenkt. Fehlversuch von Keaton Nankivell. Alex King, Ballverlust. Ja, Alex King wäre es fast gewesen, da wird zu kurz das Anspiel. Tommy Mason Griffin für 3. Ach, da ist er! Tommy Mason Griffin, der Mann dieses Spiels bislang. Ja, spricht für sein Selbstvertrauen. Wir haben die Szene vorhin gehabt beim Schnellangriff, wo er den Wurf genommen hat, trotz Unterzahl. Und jetzt drückt er einfach mal den Dreier ab und trifft. Nächste Möglichkeit für die Gastgeber, Steven Esterkamp für 3. Zu lang. Eine ganz kritische Phase aus meiner Sicht jetzt für Würzburg, die sich doch, scheint es ein bisschen die Köpfe hängen lassen. Fatal, gerade jetzt vor der Halbzeit, da nicht nochmal versuchen, das enger zu gestalten. John Little. Verkürzt auf 25 zu 36 aus Sicht der Gäste. Gute 1,30 noch zu spielen. Tippen von John Bynum. Aber die Hälfte der Punkte, wenn das denn ginge, die gehen sicherlich aufs Konto von Tommy Mason Griffin. Aber gut nachgesetzt von John Bryant. Ricky Harris. Ballspiel
Tommy Mason Griffin. So, das ist jetzt sein drittes Foul. Aber sie haben noch Per Günther in der Hinterhand. Der ist belastet mit zwei persönlichen Fouls. So, und wir fragen uns natürlich, was ist wirklich los mit Per Günther? Matthias Killing wird sich gleich auf den Weg machen, um in dieser Hinsicht Näheres rauszufinden. Was ist mit dem Knie von Per Günther? Aber erst einmal die Freiwürfe für die Würzburger durch Ricky Harris. Ach. 1:17 noch zu spielen im zweiten Viertel. Zweistellige Führung für Ratio Farm Ulm. 38-26. Ein Dutzend Zähler Vorsprung. Per Günther, verteidigt von John Little. John Bryant gegen Jason Boone. Fehlversuch von Bryant. Gut verteidigt von Boone. Möglichkeit zum Schnellangriff. John Little und klasse abgewartet von Keaton Menkeville. Hat den Spiel Nummer 2, 3 ganz entscheidende Blocks. Gut nachgesetzt von John Bynum. Zwei gute Aktionen hinten. Der Block von Menkeville und dann vorne die zwei Zähler durch den MVP John Bryant. Offensivfoul. Offensivfoul gegen Würzburg. Ja, wollte Boone den Weg, glaube ich, freisperren. Ja. Ja, das ist eine breite Sperre. Ist eine breite Sperre, hat sich schon bewegt. Sie haben viel durchlaufen lassen bisher, deshalb das tut natürlich weh, kurz vor der Halbzeit oder dritte Foul zu fangen. Aber genauso wie Mason Griffin, der auch sein drittes Jahr kurz vorher kassiert hat. Wobei ich jetzt wirklich das Gefühl habe, es liegt einzig und alleine an den Ulmern. Und man muss ihnen, wenn sie das Spiel gewinnen sollten, heute noch ein Riesenkompliment aufstellen. Also erst den Topscorer mit Isaiah Swan zu verlieren, das zu kompensieren. Und dann auch noch, wenn Per Günther wirklich heute wahrscheinlich mit weniger Minutenanzahl auf dem Spielfeld zu sehen sein wird. Wenn sie es dann noch, wie gesagt, nach Hause schauken sollten. Also die Mannschaft kann einiges wegstecken dann. So, Ballverlust der Ulmer. Möglichkeit zum Schnellangriff. Ben Jacobsen ist da offensichtlich mit dem rechten Fuß umgeknickt, aber scheinbar nicht ganz so schlimm. Ja, John Patrick fordert da ein technisches Foul gegen den Wischer. Ja, er rutscht da auf diesem Wischmopp aus, aber ich denke, das ist Standard, dass der Wischmopp in dieser Region ist, oder? Ich sehe skeptische Blicke bei Pascal Roller. Ja, es ist doch sehr unglücklich. Genauso, wenn man, oder deshalb sieht man da eigentlich auch keine Fotografen, also die vor der Bande sitzen. Also ich verstehe John Patricks Aufregung gut. So, weil man kann ihn auch in die Ecken des Spielfelds setzen. Aber nichtsdestotrotz, auch da kann jemand ausrutschen. Eigentlich sollte der Wischmopp nicht auf dem Spielfeld sein. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Ben Jacobsen kann auch weitermachen. Ballbesitz für Per Günther und Ratio Farm Ulm. So, letzten Sekunden laufen. Ballverlust. Gibt's noch Punkte für Würzburg? Ja, es gibt sie. Mit dem Ablauf des zweiten Viertels die Punkte durch Chris Kramer. Bedeutet 40-30. 10 Punkte Führung für Ratio Farm Ulm gegen die S. Oliver Baskets aus Würzburg. 10 Zähler Vorsprung und wir haben ihn das angekündigt. Matthias Killing hat den Mannschaftsarzt der Ulmer gefunden und interessiert natürlich, wie steht es um das Knie von Per Günther? Ja, und an der Stelle wollen wir natürlich nachfragen. Danke, Manni Winter. Dr. Christoph Buck ist bei uns. Wie steht es um das Knie von Per Günther? Was ist genau passiert? Ja, einen mächtigen Schlag aufs Kniegelenk bekommen. Er konnte nicht richtig draufstehen. Er hat jetzt massive Schmerzen und er bewegt sich sehr unruhig momentan noch. Wir versuchen jetzt eine Pause nach Jahres zu machen, dass er wieder fit auf den Platz zurückkommt. Was können Sie da machen? Bitte? Was können Sie machen? Ja, viel mit Eis arbeiten. Er bekommt Kinesiotape, Medikamente und dann muss das funktionieren. Sind wir gespannt. Dankeschön, Dr. Christoph Buck. Damit ganz kurz in die Werbung und gleich melden wir uns wieder mit einer kurzen Halbzeitanalyse. Wir schauen außerdem auf das Spiel Bamberg zu Hause gegen Aachen. Das war das Frühspiel und noch ganz viel mehr dann hier mit Würzburg und natürlich Uli zu Hause. Dranbleiben. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. EM aktuell.
täglich alles Wissenswerte rund um die besten Kicker des Kontinents. Wir blicken nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft. Highlights, Aufreger und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft. EM aktuell, morgen 18.30 Uhr, live auf Sport 1. RideGuard, start your day right. RideGuard präsentiert Ihnen EM aktuell. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. Suchen Sie ruhig weiter nach dem G-Punkt. Den G-Punkt Ihres Hauses haben Sie ja schon gefunden. Gutmann. Für Holz-Aluminium-Fenster. Außenschutz und Nachhaltigkeit. Innen Wärme und Ästhetik. Gutmann. Ihr Spezialist für Holz-Alu in Deutschland. Die Vollhybrid-Diesel-Technologie. Mit Elektroantrieb. Umwelteffizienter Motorisierung. Und Allradmodus. Die Vollhybrid-Diesel-Technologie im neuen Peugeot 508 RXH. Jetzt Probefahren. Sommerideen einfach mit Obi. Endlich Peter Hoeppner. My Heart of Stone. Das brandneue Album inklusive seiner Single Meine Welt. My Heart of Stone. Das Album jetzt überall. Meine Welt. Besuchen Sie die Nummer 1 im Internet mit vielen großen Angeboten und tollen Sommerideen. Jetzt auf obi.de. Wirst du der Held von Doria? Verbünde dich mit tausenden Gleichgesinnten und erlange ungeahnte Kräfte. Trotze den Drachen und Monstern der Underwelt. Mach dich bereit für die Schlacht deines Lebens. Drakensang Online. Spiele jetzt kostenlos mit unter drakensang.de/sport1. Was machst du denn da, Schatz? Ich design uns Klamotten mit Spreadshirt. Pass mal auf. Wow. Deine Klamotten, deine Kreation. Spreadshirt.de. Ich spiele hier, weil es rund um die Uhr Action gibt. Ich spiele hier, weil ich mich hier ausleben kann. Spiel kostenlos auf pokerstars.de. Yourphone.de. Kostenlos ins Festnetz und alle Handynetze. Kostenlos ins Internet. Nur 19,90. Gleich bestellen unter yourphone.de. Für beste Bierqualität haben Männer jetzt ein neues Zeichen, den Sechskant. Den Hasseröder Premium Pilz gibt es jetzt in der neuen Sechskantflasche. Erfrischend purer Pilzgeschmack für Männer mit Profil. Hasseröder. Männer wissen warum. Hallo, bei 1&1 gibt es topaktuelle Smartphones. Wie das HTC One S. Mit großem Display, schlankem Design, brillanter Kamera und schnellem Prozessor. Und Tarife, bei denen alles inklusive ist. Die 1&1 Allnet Flat. Unbegrenzt im Internet surfen, kostenlos ins deutsche Festnetz und in alle Handynetze telefonieren. Mit eigenem Handy. Oder auf Wunsch das HTC One S. 1&1.de. Ladies and Gentlemen. Er hat schlagkräftige Argumente. King Arthur Ara. Doch am Pokertisch werden ihm seine Fäuste nicht weiterhelfen. Mal so, mal so. Beat the Stars mit pokerstars.de. Montag 15 Uhr. Exklusiv auf Sport 1.
sorgt dafür, wie seine Mannschaftskameraden auch, dass sie mit 10 Punkten hier führen. Keaton Nankivell mit dem Tipp in Dank, mit dem Nachsetzen. Und Ulm also ist vorne hier gegen Würzburg zu Hause. Spiel 3 in dem Playoff-Halbfinale. 40-30, liebe Zuschauer. Ulm also auf dem besten Weg in das große Finale. Und es wäre ein Finale gegen einen Erzrivalen. Es sind nur ein paar, ja vielleicht 150 Kilometer nördlich von Ulm, wo die Stadt Bamberg liegt. Denn die hatten heute Nachmittag schon die Aufgabe, gegen die Artland Dragons alles klar zu machen. Und Tobias Schimon weiß, es hat geklappt. Spiel, Satz und Sieg. Die Brose Baskets Bamberg stehen zum dritten Mal in Folge im Finale der Beko Basketball Bundesliga. Quakenbrück auch im dritten Spiel der Halbfinalserie chancenlos. Wie schon in den ersten beiden Partien, Bamberg in den weißen Trikots mit einem brachialen Auftakt. Tibor Pleiss zum 20-5 Mitte des ersten Viertels. Freaky, das Maskottchen der Bamberger, wie die Fans tiefenentspannt. Denn PJ Tucker erhöhte kurz vor der Pause auf 50-26. Dragons-Coach Stefan Koch, alles andere als zufrieden. Denn auch nach der Halbzeit die Brose Baskets deutlich überlegen. Allen voran wieder PJ Tucker. Die Punkte zählen, einen Freiwurf gab's obendrauf. 67-40, Tucker mit 19 Punkten Topscorer der Partie. Das Schlussviertel ein Schaulaufen der Hausherrin. Pleiss mit dem 15. Dreier für die Bamberger in dieser Partie. 94-61. Das war's dann auch für die restlos überforderten Adler Dragons. Mit dem 94-93 Sieg nimmt Bamberg Kurs auf den Double-Hattrick. Hintergrund und auch die Damen, das sind die vielen, vielen Fans, die haben da wahrscheinlich was dagegen. Erst einmal muss aber die zweite Halbzeit erfolgreich gespielt werden. Wir wollen natürlich auch Bamberger Stimmen hören und da geht's los mit dem Erfolgstrainer, mit Chris Fleming. Der hat auch ein paar Worte für die Gegner, für die Artland Dragons. Da geht's auch um das Thema Respekt. Nee, ich habe einen großen Respekt für das, was die Dragons geleistet haben. Ich glaube, wir waren einfach sehr bereit. Wir haben ein bisschen Vorteil in dieser Serie gehabt, dass wir etwas ausgeruhter waren. Aber unsere Jungs haben die extrem wahrgenommen. Wir waren sehr fokussiert in alle drei Spiele. Und ich glaube, das hat weniger mit den Adler Dragons zu tun. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs und wie sie dieses Spiel angegangen sind. Das ist jetzt auch der Einzug ins Finale. Mit diesem geilen Team, das wir momentan haben, ist es noch eine Freude dazu. Und klasse, wir haben gewonnen mit Abstand heute, haben denen gezeigt, dass wir auch jetzt im Finale mal einen draufsetzen können. Auch haben es jetzt in einem Halbfinale geschafft. Und ja, weiter geht's. Ja, und auf der anderen Seite ist das nicht schön, wenn wir dann ein solches Finale hätten mit den Bambergern und mit den Ulmern. Es waren unter der Saison die beiden besten Teams. Es wäre sicherlich ein würdiges Finale um die deutsche Meisterschaft. Aber die Herren in Rot, die Würzburger, die haben was dagegen. Und alle Würzburg-Fans, die uns heute hier zuschauen, die hoffen natürlich auf ein mögliches Spiel 4 zu Hause. Die Frage ist auf Ulmer Seite, was ist mit Herr Günther? Der hat sich unter der ersten Halbzeit warm gemacht auf diesem Fahrrad. Das Knie ist verdreht. Also, wir werden gleich Antworten haben mit Manni Winter und allen anderen natürlich auch Pascal Rohrer ist weiter mit dabei. Gleich geht's weiter. Spitzenbasketball hier bei uns. Halbfinale Nummer 3. Bis gleich. Fußballfans, aufgepasst! Gewinnt ein Wochenende mit drei Freunden, das in eure ganz persönliche Fußballgeschichte eingehen wird. Gewinnt das Hasseröder Männercamp Doppelpass. Besucht nach einer sportlichen Herausforderung die Allianz Arena mit exklusiver VIP-Führung und eigener Loge, um ein EM-Spiel zu schauen. Und seid am nächsten Tag meine Gäste beim Hasseröder Doppelpass. Freut euch auf ein Wochenende mit allem, was man braucht. Macht mit auf hasseröder.de und klickt auf Männercamp Doppelpass. Wir freuen uns auf euch. Hallo, mit 1&1 können Sie ganz einfach Ihre eigene Homepage gestalten. Egal ob Anwaltskanzlei, Fashionshop oder Friseursalon. Einfach aus über 200 Branchen wählen, Name, Farbe und Design festlegen. Mit vorgefertigten Branchentexten und Bildern. Änderungen jederzeit. Ob eigene Inhalte, Design, Logo oder Fotos. Alles online änderbar. Sie brauchen nur einen Internetanschluss. Egal bei welchem Anbieter. Jetzt testen. 1&1.de.
Sommerideen einfach mit Obi. Ich spiele hier, weil ihr Können entscheidet. Ich spiele hier, weil ich an das Spiel glaube. Spiel kostenlos auf pokerstars.de. Besuchen Sie die Nummer 1 im Internet mit vielen großen Angeboten und tollen Sommerideen. Jetzt auf obi.de. Wirst du der Held von Doria? Verbünde dich mit tausenden Gleichgesinnten und erlange ungeahnte Kräfte. Trotze den Drachen und Monstern der Underwelt. Mach dich bereit für die Schlacht deines Lebens. Drakensang Online. Spiele jetzt kostenlos mit unter drakensang.de/sport1. Maximale Leistung braucht maximale Stärke. Bis zu 40% stärker. Castrol Edge, unser stärkstes Öl. Der Motor ist die kleinste, größte Revolution, die 2012 unter die Haube kommt. Die Durchzugskraft ist beeindruckend. Mit 4,9 Litern auf 100 Kilometer der sparsamste Benzinmotor in der Kompaktklasse. Der neue 1,0 Liter EcoBoost Motor im Ford Focus. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte. EM aktuell. Täglich alles Wissenswerte rund um die besten Kicker des Kontinents. Wir blicken nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft. Highlights, Aufreger und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft. EM aktuell. Morgen 18.30 Uhr. Live auf Sport 1. RideGuard. Start your day right. RideGuard präsentiert Ihnen EM aktuell. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Ratio Farm Ulm führt gegen die SC Oliver Baskets aus Würzburg zur Pause mit 40:30. Und Tommy Mason Griffin, der Spielmacher der Ulmer, hat ganz entscheidenden Anteil daran. Er ist der Topscorer, bekommt heute sehr viel mehr Spielzeit als gewohnt. Aber das hat natürlich auch einen Grund, denn Per Günther hat sich hier eine Knieverletzung zugezogen. Wie schlimm es wirklich ist, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht so schlimm, dass er nicht spielen könnte hier zu Beginn des dritten Viertels. Also die Ärzte haben da offensichtlich grünes Licht gegeben. Aber Pascal, das ist natürlich sehr wichtig für die Ulmer, dass ihr Lenker und Denker Per Günther wieder zurück ist. Definitiv für das Spiel sehr wichtig, aber auch für Hinblick auf ein mögliches Finale. Umso wichtiger, dass man jetzt heute den Sack zumacht, um dann ein bisschen Pause zu haben, zu regenerieren. Also es würde Per natürlich dann gut tun in dem Fall, aber auch Isaiah Swann kann jeden Tag Regeneration gebrauchen. Und auch natürlich Mason Griffin, der dann heute sicherlich auf ein Pensum von deutlich über 30 Minuten kommen wird, wird auch ein, zwei extra Tage, die es dann sicherlich freigeben wird, gut gebrauchen können. Aber noch müssen sie hier 20 nette Minuten überstehen. Die Mannschaft in Weiß, das sind die Ulmer, die führen mit 10 gegen die Würzburger. Die sind in Ballbesitz. Ja, geht die Saison der Würzburger nach Ende dieses Spiels zu Ende? Oder erzwingen sie ein Spiel 4 zu Hause in Würzburg? Das gäbe es am Dienstag. Die ersten Punkte des dritten Durchgangs durch John Little landen auf dem Konto der Gäste. 7 Punkte Rückstand. Herr Günther. Dane Watts. Topscorer bei den Ulmern. Wie angesprochen, Tommy Mason Griffin mit 11 Punkten, 10 Zähler. Und dann mit Topscorer bei den Gästen Chris Kramer. Sebastian Betz. Es wird Zeit. 2 Sekunden auf der 24 Sekunden nur. Wurf kam rechtzeitig. Ballbesitz Würzburg. Möglichkeit zum Schnellangriff. Chris Kramer. Kein Foul. Keine Punkte. Herr Günther.
Er hat dafür einen Moment genügend Platz gehabt, um den Dreier zu nehmen, entscheidet sich allerdings im Sinne der Mannschaft, lässt den Ball laufen und zieht das Foul gegen John Little. Korb zählt nicht, das Foul deutlich vor dem Wurf von Per Günther. Einwurfseite für die Gastgeber. Also Ulm versteht das heute sehr gut, besser als vor allem im letzten Spiel den Ball laufen zu lassen. Dann, wenn sie es einmal geschafft haben, die Würzburger in die Rotation, in der defensive Rotation zu zwingen, dann noch ein, zwei extra Pässe zu spielen, ermöglicht meistens einen ganz offenen Wurf. So, beide Teams mit den identischen Startformationen wie zu Beginn dieser Partie. Die Antwort der Ulmer heißt Steven Esterkern. Ballverlust Würzburg. Nein, ein Ulmer war zuletzt dran. Und deswegen Einwurf für die Gäste durch Ben Jacobsen. John Little. Ja, prima abgelegt auf Alex King. Wartet, aber wartet zu lange. Nicht in meinem Haus. Nicht im Hause von Dane Watts. John Bryant. Steven Esterkamp. Klarer Größenvorteil und es ist gut ausgespielt durch John Bryant. Big John baut die Führung der Gastgeber aus. So, und das hat das Ganze eingeleitet, der Block von Dane Watts. Zwei gute Aktionen in Folge hinten, der Block von Watts vorne und die Punkte von Bryant. John Little. Schwieriger Wurf, trifft ihn trotzdem. Alles ist deutlich zu spüren. Jedes Mal, wenn John Little den Ball hat und sieht, dass er von Per Günther verteidigt wird, dann geht er 1 gegen 1, auch in der Hoffnung, offensichtlich ihm das dritte Foul anzuhängen. Per Günther. Ja, auch genau richtig. Und er ist derjenige, der zurzeit oder den offensiven Würzburger Rhythmus hat. Das muss er ausnutzen. So, Foulspiel von Alex King. Kommt da ins Rutschen, bringt Per Günther zu Fall. Das dürften zwei Freiwürfe für den Spielmacher der Ulmer sein. Und wenn ich das richtig beobachtet habe, dann trägt Per Günther nicht mehr diese grüne Kniebandage. Wir ordnen das einfach mal, als er ist auf dem Weg der Besserung. Ja, die Bewegung gerade eben hat es auch noch mal gezeigt. Also er spielt Alex King regelrecht schwindelig. Der wusste nicht, geht er rechts, geht er links vorbei. Also insofern spricht das dafür, dass seine laterale Bewegung, und das ist ja häufig so das Kritische beim Basketball auch, also diese Temporichtungswechsel, aber vor allem von rechts nach links und ja, wenn das schmerzfrei und so gut wie gerade eben gesehen funktioniert, dann denke ich mal, hält das Knie auch. Lateral. Man merkt, du hast das ein oder andere schon mit Ärzten zu tun gehabt, oder? Ja, das wollte ich dem Interview der Halbzeit noch hinzufügen. Genau, Dr. Roller. Nein, aber das ist ja der ganz wichtige Bestandteil eines Teams, in dem Fall eines Sportteams im ganz Besonderen, der Ärztestaff, der dazugehört, also die Physiotherapeuten. Also was die an Arbeit gerade in den Playoffs zu tun und zu leisten haben, das ist schon enorm. Und ohne die würden die Spieler lange nicht so gut zurechtkommen. Per Günther trifft einen von zwei Versuchen von der Freiwurflinie. Jetzt wieder bei Raumverteidigung. Ich deute das mal als eine 1-3-1. Per Günther vorne, drei lange in der Mitte und hinten der sogenannte Feuerwehrmann Sebastian Betz. Ben Jacobsen, John Little. Ja, das ist natürlich das probate Gegenmittel gegen eine Zonenverteidigung, welche Art auch immer, von außen zu treffen. John Little. Ja, wenn auch einer mitzieht jetzt mit John Little, wäre das gut fürs Würzburger Spiel. Sebastian Betz, Steven Esterkamp. Zu kurz, Rebound Würzburg. Chris Kramer. John Little, da ist er wieder, für drei. Drückt ab, zu kurz, Rebound John Bryant. Spielpass von Per Günther, deutlich zu kurz, gut aufgepasst von Chris Kramer. Oh. Ja, kein Foul, alles Ball, sagt der Unparteiische. Also von uns hier oben viel Kontakt. Ja, vielleicht auch nicht so sehr. Unten eher, ne? Ja, doch. Also schwer, nicht hundertprozentig zu sehen, aber ich finde doch sehr viel Kontakt. So, Foulpfiff bleibt aus. Einwurf für Würzburg unter dem Korb der Ulmer. John Little gegen Sebastian Betz. Bekommt den Block von Tomaszek. Chris Kramer aus der Ecke für drei. Das ist gut gespielt. Ja, lieber drei als zwei, wird er sich jetzt denken. Also die Würzburger Mannschaft. Das tut ihnen gut. Sie kommen. Sie sind bis auf vier Zähler dran. 41-45 aus Sicht des Oliver Baskets aus Würzburg. Dane Watts zu unentschlossen. In der Mitte ist er, genau. John Little.
gegen Per Günther. Das ist Offensivfoul. Da hat er es zu sehr gezwungen. Das weiß er ganz genau. Und deswegen jetzt diese Geste von John Little an die Adresse von Per Günther. Das ist einfach gute Beinarbeit vom Nationalspieler. Ja, clever, dass er einfach sich weiter in der Rückwärtsbewegung befindet und die weiter fortführt und nicht versucht, nach dem Ball zu gehen. Also sehr verlockend für viele Spieler, da irgendwie reinzugreifen. Sondern der versucht einfach, den Winkel immer schlechter oder spitzer zu gestalten. Ja, das Unangenehme dabei, dieses Offensivfoul von John Little war gleichzeitig sein viertes persönliches Foul. Und das tut natürlich, gerade wenn man die letzten Minuten sieht, aus Sicht der Würzburger ziemlich weh. Ricky Harris jetzt wieder auf dem Parkett bei den Gästen. Per Günther im Zusammenspiel mit John Bryant, Dane Watts. So, Ulmer lassen den Ball gut laufen, finden den richtigen Wurf und den richtigen Schützen. Und der heißt Steven Hesterkamp. ...48-41. Ricky Harris, die Antwort. 48-44. Nur 4 Punkte Differenz. Per Günther. Gegen Chris Kramer. Dane Watts. Betts. Betts gegen Jacobson. So, langsam wird Zeit. Noch 2 Sekunden auf der 24 Sekunden. Den muss er jetzt nehmen. Aber vorher das Foulspiel von Chris Kramer, der da geschoben hat. Tut natürlich weh aus Sicht der Würzburger. Quasi mit Ablauf der 24 Sekunden das Foul von Chris Kramer. Absolut, aber sicherlich etwas, was die Würzburger von ihrem Spielansatz her ein Stück weit in Kauf nehmen. Also sie bleiben aggressiv und sie gambeln sehr viel, sagt man im Basketball. Sie gehen sehr stark nach dem Ball und nehmen lieber einen Stil in Kauf, anstatt einfach nur solide zu verteidigen. Schwieriger Wurf von Per Günther. Rebound durch Tomaszek. Ben Jacobs. Ivan Elliott. Der Stil von Dane Watts. Foulspiel von Elliott. 4:34 noch zu spielen im dritten Viertel. Ulm führt mit 4. Würzburg schon mit Teamfouls, mit dem fünften jetzt belastet. Also es gibt jedes Mal 2 Freiwürfe für das Ulmer Team. Müsste jetzt auch ganz klar die taktische Marschrichtung sein, dass man jetzt, man hat mit John Bryant und Dame Watts noch die Starting 5 Big Men auf dem Feld. Also dass man die versucht weiter mit Bällen zu füttern und die auch wirklich konsequent versuchen, den Ball zum Korb zu bringen. Ja, 5 Mannschaftsfouls auf dem Konto der Würzburger in diesem Viertel. Das heißt, die Mannschaftsfoulgrenze ist erreicht. 0 bislang in Sachen Foulbelastung bei den Ulmern. Dane Watts zum 49-44. Alles noch möglich für die Würzburger. Aber dafür brauchen sie einen Sieg hier in Ulm. Und dieser Dreier von Ivan Elliott könnte Entscheidendes dazu beitragen. Sie sind bis auf 2 Zähler dran. Tommy Mason Griffin jetzt wieder im Spielaufbau bei den Gastgebern. Pause für Per Günther. Ganz regulärer Wechsel, etwa Mitte des Spielabschnitts. Foulspiel von Tomaszek. Das ist dieser schmale Grat. Also ich verstehe, dass man natürlich gerade über die Verteidigung oder speziell Würzburg über die Verteidigung versuchen will, zu demonstrieren. Wir sind proaktiv, also wir agieren und wollen nicht reagieren auf das Ulmer Offensivspiel. Aber das sind diese Fouls, die doch noch etwas wehtun jetzt in der Situation. Wirklich wissentlich, man hat 5 Teamfouls schon. Es wird immer 2 Freiwürfe geben. Das sind jetzt Punkte, die man viel zu leicht abgibt. Ja, und John Bryant ist im Normalfall eigentlich ein ganz ordentlicher Freiwurfschütze mit 76%. Versuch Nummer 1 findet allerdings nicht sein Ziel. 4 Minuten und 3 Sekunden noch zu spielen im dritten Durchgang. Ulm führt mit 3. 50-47. Ben Jacobson. Verteidigt von Tommy Mason Griffin. Jacobson. Rebound. Bryant. Mason Griffin.
Topscorer der Würz, der Ulmer im ersten Durchgang mit 11 Zählern. Diesmal allerdings mit dem Ballverlust. Ivan Elliott. Und that's it. Und das Foul von Dane Watts kommt noch dazu. Möglichkeit für die Würzburger, wenn Ivan Elliott den folgenden Freiwurf verwandelt, auszugleichen zum 50-50. Ja, großes Lob an die Würzburger Mannschaft. Also die Art und Weise, wie sie jetzt in die zweite Halbzeit gestartet sind, spricht dafür, dass sie sich in der Halbzeit wirklich nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt nochmal alles geben. Also John Patrick wird sicherlich nochmal die richtigen Worte auch gefunden haben. Zumal es eh an ihm sehr stark liegt, heute nochmal wirklich alles zu geben, von der Seitenlinie seine Mannschaft nach vorne zu peitschen auch. Also es sind immer ein, zwei Spieler oder auch natürlich der Coach, der in so einer Situation demonstrieren muss. Wir wollen heute hier nicht unsere Saison enden lassen, sondern wir wollen, jetzt wundere ich mich auch mit ihm, also eigentlich hätte ich den Korb zählen lassen, dass es nur noch einen Bonus-Freiwurf gibt. Aber wie gesagt, also er muss demonstrieren, seine Mannschaft demonstrieren, John Patrick, dass sie heute hier die Saison nicht, dass sie heute hier nicht zu Ende gehen soll. So, Freiwurf sitzt, der Ausgleich 50-50 und Ermahnung an die beiden Center-Spieler. Beide Teams ist etwas gelassener anzugehen. Da ist viel Intensität und viel Physis im Spiel zwischen John Bryant und Robert Tomaszek. So, Gleichstand. 3:30 vor Ende des dritten Viertels. Ulm in Ballbesitz. Foulspiel von Ricky Harris. So, eine Bank an der Freiburg-Linie auf Seiten der Ulmer. Dieser Herr hier, Steven Esterkamp. 80% in der regulären Saison. Hervorragender Schütze aus der Dreierdistanz als auch von der Freiburg-Linie. So, zwei Punkte aus zwei Versuchen. Die Gastgeber führen wieder mit zwei. 52-50, knapp 3:30 vor Ende des dritten Viertels. Dieses dritte Halbfinale ist ganz weit davon entfernt, entschieden zu sein. Chris Kramer, Ricky Harris, Fehlversuch Harris und ein Rebound mit Autorität von Keaton Denkeville. Esterkamp. Tommy Mason Griffin gegen zwei. Tür ist zu, da kommt er nicht vorbei. Ballverlust Ulm. Überzahl Würzburg 4-1. Ben Jacobsen. Ausgleich. 52 beide. Thorsten Leibenhardt reagiert. Solche Punkte möchte er zu Hause natürlich nicht abgeben. Fastbreak-Punkte für die Würzburger zum Ausgleich. 52-52. Knapp 3 Minuten noch zu spielen. Kleines Päuschen. Dann sind wir gleich wieder hier. Cause it's helping me. I love it cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, the cold. Possible. Yeah. On the chance, on the ball. So, wir haben die Arme nach oben. Auf hingewiesen, dass die Würzburger natürlich schon seit einiger Zeit jenseits der Foulbegrenzung gelandet sind, was die Teamfouls betrifft. Deswegen das Stichwort Entschlossenheit, attackiert den Korb. Wenn sie faulen, stehen wir automatisch an der Freiwurflinie. Ja, ganz klare Aussage. Also sie wollen wirklich versuchen, jetzt zu attackieren. Inside mit Torbert jetzt, der über einen Flare-Screen kommen soll. Also sprich einen Block, der es ihm ermöglicht, da an der Dreierlinie entlang quasi aus der Mitte zu einer der beiden Seiten des Feldes wegzudriften und dann ja eine Situation zu kreieren, wo er wahrscheinlich auch 1-gegen-1 spielen kann oder wo sie dann durch kommt das wieder, das tolle Wort, lateralen Screen versuchen, den großen Mann unter den Korb freizubekommen. 52-52 im dritten Halbfinale zwischen Ulm und Würzburg.
bringen die Ulmer das heute nach Hause. Dafür brauchen sie einen Sieg. Das ist jetzt der Flare Screen und jetzt hat er die Situation im 1 gegen 1 zu attackieren. Erster Kampf. 2 Sekunden auf der 24 Sekunden und er trifft ihn. Unter größtmöglichem Druck trifft Steven Esterkamp. Esterkamp. 55-52 durch Steven Esterkamp. 2:30 im dritten Viertel noch zu spielen. Bernd Jacobs. Tomacek. Ja, gutes Anspiel auf Alex King. Da haben sie in der Defensive der Ulmer für einen Moment geschlafen. Ja, Steve Esterkamp auch schon mit sehr viel Einsatzzeit heute. Also was würde ich aus Würzburger Sicht oder Trainersicht versuchen? Wichtiger Dreier, aber was würde ich aus Würzburger Sicht jetzt versuchen, ihn zu attackieren, vor allem in der Defensive, wirklich nochmal zusätzlich arbeiten zu lassen. Also einige Ulmer, auch mit Mason Griffin, die wirklich heute einige extra Minuten spielen müssen. So, Calvin Tolbert für 3. Ivan Elliott bringt sich da selbst und seine Mannschaft in Schwierigkeiten. Anstatt den Ball einfach nur in den Korb zu tippen, zieht er am Ring und aufgrund dessen springt der Ball wieder raus. Ballbesitz Ulm. Esterkamp. Nimmt er den? Ja. Trifft er den? Nein. Tomacek mit dem Rebound. Bernd Jacobsen. Möglichkeit für die Würzburger wieder näher ranzukommen. Sie liegen mit 4 zurück. Und jetzt ist es wieder nur noch ein Punkt Differenz. Bernd Jacobsen, Ballverlust. Die Führung für Würzburg. Der Fehlpass von Esterkamp landet direkt in den Händen der Gäste. 59-58 Würzburg gibt Spiel Nummer 4 am kommenden Dienstag in der Heimatstadt von Dirk Nowitzki in Würzburg. Mason Griffin, sehr zurückhaltend im dritten Durchgang, aber der ist von 0 auf 100 in kürzester Zeit. Ja, aber so schnell kann es gehen und es läuft eigentlich so gesehen aus Würzburger Sicht alles richtig. Sie mussten jetzt nicht im dritten Viertel das Spiel entscheiden und gewinnen. Sie waren 10 zur Halbzeit hinten und sie sind jetzt nur mit einem zurück und waren schon mal zwischenzeitlich in Führung. Also sie können hochzufrieden sein mit der Art und Weise, wie die zweite Halbzeit bisher für sie gelaufen ist. Wie gesagt, sie sollten es nicht versuchen, mit der Brechstange jetzt zu gewinnen, sondern es spricht vieles für sie, weil sie doch nochmal Feuer gefangen haben. Und Ulm ganz offensichtlich ziemlich auf dem Zahnfleisch läuft. Ein Punkt Führung für die Gastgeber. Tommy Mason Griffin, das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Der Wurf deutlich zu kurz. Oft ein Indiz dafür, dass die Beine schwer werden. Und die Arme auch. So, rund 3 Sekunden Unterschied zwischen verbleibender Spielzeit im dritten Durchgang und der 24 Sekunden nur. Foulspiel Ulm, ein cleveres Foul, weil es ist erst das zweite der Ulmer im dritten Durchgang. Also keine Freiwürfe für die Würzburger. Die müssen jetzt von der Seite einwerfen. 10 Sekunden vor Ende des dritten Viertels. Und sie müssen vor allem sofort den Korb attackieren. Also man kann davon ausgehen, dass Ulm noch die verbleibenden 2 Fouls nutzen wird, bevor es dann mit dem dritten Foul, das sie als Mannschaft begehen, erst die Teamfoulgrenze überschritten wird. Ricky Harris. Zum Korb muss es jetzt gehen. Ricky Harris für 3. Zu lang. Bernd Jacobsen wirft. Und trifft! Würzburg führt in Ulm mit 62-60 zum Ende des dritten Viertels. Gibt's Spiel Nummer 4 am Dienstag in Würzburg oder macht Ulm die Serie heute zu? Das ist die Frage. In gut einer halben Stunde haben wir darauf eine Antwort. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Sie dachten, alle Wodkas schmecken gleich. Probieren Sie Russlands Nummer 1 Premium-Wodka. Und überzeugen Sie sich vom Gegenteil. Russian Standard. Wodka, wie er sein sollte. Stiftung Warentest hat 11 Einbaugeschirrspüler getestet. Testsieger wurde die Marke Beko mit Wechselspültechnik. Beko Hausgeräte.
Sie sind Freunde. Ein eingeschworenes Team. Bis ihr Land nach ihnen ruft. Deutschland, Frankreich, Spanien. Freundschaft gilt fürs Leben. Der Sieg für die Ewigkeit. Willkommen in der größten Sportwettenarena der Welt. Bwin. In Dark Orbit tobt der Kampf um wertvolle Ressourcen. Forsche, kämpfe und entdecke die Weiten fremder Galaxien. Starte jetzt und du erhältst ein Mega-Kampfschiff als Geschenk. Nur unter darkorbit.de/sport1. Wenn wir in die Zukunft des Fernsehens eintauchen könnten, was würden wir erleben? Neue Möglichkeiten der Bedienung und neue Wege, in Kontakt zu bleiben. Der neue Samsung Smart TV. Zukunft ist jetzt zu Hause. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Ben Jacobsen und Jess Oliver Baskets aus Würzburg führen zu Beginn des vierten und entscheidenden Viertels hier in Ulm mit 62-60. Nochmals zur Ausgangslage gewinnt die Mannschaft in Weiß. Ratiopharm Ulm. Dann ist das der dritte Sieg. Dann stehen sie im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft 2012. Gewinnen die Würzburger. Das ist das Team in Rot. Dann gibt es ein viertes Spiel am Dienstag in Würzburg. Das war der Ausgleich zum 62-62 durch Tommy Mason Griffin. Alex King. Rebound Dane Watts. Mason Griffin. Alles offen im dritten Halbfinale zwischen Ulm und Würzburg. Ja, und da stand er auf der Seitenauslinie. Mit dem linken Fuß. Einwurf Würzburg. Ja, ganz interessante Konstellation jetzt auf dem Parkett bei den Ulmern mit zwei gelernten Point Guards, die sich normalerweise abwechseln. Jetzt zusammen mit Per Günther und Tommy Mason Griffin. Was könnte dahinter stecken? Ja, sicherlich ein bisschen Kraft sparen für beide von ihnen. Wobei einer früher oder später nochmal auf die Bank muss und dann entsprechend der andere nachzieht. Also das wird dann ja bis zu, weiß ich, die ersten 3-4 Minuten in dieser Konstellation bleiben. Und dann muss aber Thorsten Leibenhardt mit Hinblick auf das Ende des Spiels nochmal durchwechseln. Und das war jetzt der 8. Dreier, muss man dazu sagen, von Würzburg in der zweiten Halbzeit. Also sie haben, ich glaube, davor ging einer daneben von Alex King, sind jetzt 8 von 12 in der zweiten Halbzeit von jenseits der 3-Punkte-Linie. Torbert, vorhin hat er den Dreier getroffen, diesmal mit dem Airball. Ivan Elliott, der Mann, der zuletzt punktete zum 65-62 für die Gäste. Ja, wenn wir noch mal ganz kurz aufs dritte Viertel zurückschauen. Zur Pause hatten die Würzburger 30 Punkte, zum Ende des dritten Viertels 62. Das heißt, die haben 32 Punkte gemacht. Schön für die Offensive der Würzburger, aber das ist, glaube ich, nicht nach den Vorstellungen der Ulmer Verteidigung. Ja, wobei sie nicht immer auch ganz leichte Würfe genommen haben oder sie haben ihre typischen Würfe genommen. Frühe Würfe, auch jenseits der 3-Punkte-Linie, also allein 10-mal den Korb anvisiert und davon aber 7-mal getroffen. Also insofern, das hatte ich vor dem Spiel angedeutet, wenn sie einen guten Tag jenseits der 3-Punkte-Linie haben, dann haben sie auch eine Chance hier zu gewinnen. So, Foulspiel gegen die Ulmer. Vorhin haben wir noch das dritte Foul von Per Günther mitbekommen. Dieses geht wohl gegen Keaton Nenkiewicz während der Wurfaktion. Thorsten Leibenhardt reklamiert, der Würzburger Spieler habe zuvor mit dem Fuß auf der Grundlinie gestanden, sprich im Aus. Hat er, glaube ich, recht. Können wir aus dieser Perspektive schwer zu erkennen. Aber vertrauen wir mal unserem Experten. Aber ändert nichts an der Entscheidung des Unparteiischen, ne? Nein, das hat auch keinen Einfluss gehabt, insofern auf die Verteidigung. Also sowohl Brian als auch Nankiewicz sind da ja noch dem Ball nachgegangen und haben da auch nicht drauf spekuliert, dass da abgepfiffen wird. Jason Boone an der Freiwurflinie für die S. Oliver Baskets aus Würzburg. Nicht seine ganz große Stärke, denn der erste hat er verwandelt, der zweite ist auch drin. Und Würzburg führt in Ulm mit 5, 67-62. Mason Griffin, Keaton Nenkiewicz, Galvin Torbett. Mason Griffin im Zusammenspiel mit John Bryant, Torbett,
zwei Dreier in Folge nicht getroffen. Kann mir vorstellen, dass Thorsten Leibenhardt darüber nachdenkt, Torbert wieder runterzunehmen und für ihn dann wahrscheinlich Steven Esterkamp wieder zu bringen. Jacobsen. Jacobsen. Rebound. Ulm. Torbert. Überzahl ist nicht da. Ulm im Halbfeld. 5 gegen 5. Nenki will. Per Günther. Per Günther. Rebound. Landet bei den Gastgebern. Tommy Mason Griffin. Nenki will. Das kann er. Keaton Nenki will. Verkürzt wieder auf 2 Punkte Differenz. Nur noch 65-67. Aussicht von Ratio Farm Ulm. 7 Minuten 25 Sekunden noch zu spielen. Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz enge und spannende Geschichte bis zum Ende dieser Partie. Hallo. Es ist Mario, der Dirk. Was haben wir früher mal gesagt? Damit du groß und stark wirst. Wenn auch dein Geld groß und stark wird, dann ist es die Badoo. Jetzt 2,25% Sparzinsen aufs Tagesgeld und 50 Euro Gutschrift für ihr erstes Extrakonto. Jetzt eröffnen unter ingdiba.de. ING Diba, die Bank und du. Achtung, gleich geht's los. Frisch und laut, die Tic-Tac-Fanrassel. Unterstütze unser Team mit dem Tic-Tac-Sound. Tic-Tac, erfrischend frisch. Ich bin bei der Gotha versichert. Echt? Vergessen Sie Ihre Sorgen, denn mit der Gotha Privater Pflicht Plus sind Sie zweifach abgesichert. Mit dem ersten Rang von Ökotest. Jetzt informieren. Ulm oder Würzburg? Das ist die Frage. Wer gewinnt Halbfinale Nummer 3? Gewinnt Ulm? Stehen Sie im Finale. Gehen wir Würzburg. Gibt es ein viertes Halbfinale am Dienstag in Würzburg. 7 Minuten, 23 noch zu spielen und die Gäste in Rot. Die Würzburger führen 67-65. John Little hat lange Zeit auf der Bank bei den Würzburgern geschmort aufgrund seines vierten persönlichen Fouls. Schrittfehler. Tja, alle hatten sich da mehr oder weniger auf das Foulspiel von Sebastian Betz eingestellt, aber zuvor die Schrittfehler. Und das bedeutet Ballverlust für das Team von John Patrick. Und die Möglichkeit für die Gastgeber, wieder auszugleichen, möglicherweise mit einem Dreier auch in Führung zu gehen. Steven Esterkamp wieder zurück auf dem Parkett für die Ulmer, für Calvin Torbett. Ebenso Sebastian Betz für Mason Griffin. Per Günther. Betz. Gut verteidigt von Alex King. Kein offener Dreier für Betz. Da ist der Wurf. Der ist zu kurz. Offensiv-Rebound. Keaton Denkiewicz. Per Günther. Offen für drei. Erfolgreich von der Dreierlinie. Per Günther. Ich glaube, das Knie ist okay. Das fühlt sich sicherlich jetzt nur halb so wild an. Und ich lege mich auch fest, also das Team, das jetzt wirklich die bessere Quote jenseits der Drei-Punkte-Linie haben wird, glaube ich, macht das Rennen heute. Oder die Mannschaft, die intensiver verteidigt. Das war zuletzt der Fall bei den Ulmern. John Bryant mit dem Block gegen Jason Bohn. Und dann das taktische Foul von Ben Jacobsen, um diesen Schnellangriff der Ulmer ganz schnell und vorzeitig zu unterbinden. 68-67, 6:25 noch zu spielen. Einwurfseite für die Gastgeber. Ricky Harris kommt wieder zurück. Bei den Gästen ersetzt Ivan Elliott. Würzburg wird damit kleiner, aber auch schneller. Per Günther. Esterkamp. Und jetzt wird Steven Esterkamp. Das ist einfach clever gemacht. Der weiß natürlich genau, wie stehen wir auf den Füßen. Und diesmal entscheidet er sich dafür. Nichts mit Wurf von außen. Dann gehe ich mal zum Korb.
Ja, etwas hat er gemacht, was eigentlich auch typisch für ihn ist, was so ein bisschen dagegen spricht, dass man jetzt schon im dritten Spiel einer Serie ist und seinen Gegner entsprechend gut kennt und gescoutet hat. Also er curlt ganz gerne, sagt man dazu. Das heißt, er kommt unterm Korb, schneidet um den langen Mann, in dem Fall über Bryant, herum, um offen zu werden und wählt dann gerne den Weg wieder zum Korb. Also eine Bewegung, die Steve Esterkamp, wenn ich den Campbell schon seit Jahren kennt, bevorzugt, sehr, sehr gerne macht. Dreipunktspiel von Steven Esterkamp. Ulm führt 71-67. John Little zu kurz mit einem Dreierversuch. Per Günther. John Bryant sucht das Duell gegen Tomacek. Fehlversuch, aber Ulm bleibt im Ballbesitz durch den Offensivrebound von Sebastian Betz. So, es muss gewischt werden. Schweiß auf dem Boden unter dem Korb der Würzburger. Das ist natürlich äußerst gefährlich. Da kann man ganz schnell ausrutschen. Sehr gut beobachtet von den Unparteiischen. Gibt die nächste Auszeit hier in Ulm. 5 Minuten und 47 Sekunden sind noch zu spielen. Razzi Farm Ulm führt gegen die Ost Oliver Baskets aus Würzburg 71-67. Ja, Pascal, was kommt da in den letzten Minuten auf uns zu? Ja, für Würzburg wichtig, jetzt nochmal den einen oder anderen leichten Korb zu machen selber. Also das würde ihnen nochmal das Momentum, das sie jetzt im dritten Viertel die ganze Zeit auf ihrer Seite hatten, auch wieder zurückgeben. Ulm auf der anderen Seite spielen jetzt clever. Sie bringen den Ball zum Korb mit Esterkamp, mit Bryant, auch wenn er gerade nicht erfolgreich war. Aber man sieht auch wiederum bei der Aktion mit Bryant, er muss ganz schön arbeiten für seine Würfe, überhaupt ins Spiel zu kommen. Also das, er ist ordentlich am Schnaufen, also das kostet sehr viel Kraft. Auf der anderen Seite Würzburg mit diesem hohen Tempo, das sie gehen, sind auch nicht weniger, oder sagen wir so, sind auch nicht mehr ganz frisch. Wie gesagt, das sind jetzt die kleinen Dinge, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Und jeder einfache Punkt, den man jetzt verbuchen kann, ist nochmal auch ein psychologisches Plus. Ratio Farm Ulm ist in den aktuellen Playoffs ohne Niederlage. 5 Spiele, 5 Siege, 3-0 gegen Braunschweig und sie führen nach Siegen mit 2-0 gegen die S. Oliver Baskets aus Würzburg. Wird es der 6. Playoff-Sieg in Serie, dann stünden sie im Finale um die Deutsche Basketballmeisterschaft 2012. Natürlich zeigen wir Ihnen das ab dem kommenden Sonntag. Wenn Ulm heute gewinnt, hieße das Bamberg gegen Ulm Finale Nummer 1 am kommenden Sonntag. Das Ganze ab 15.15 Uhr. Aber Würzburg hat sich sicherlich noch nicht aufgegeben. Ballverlust bei den Gastgebern. Schrittfehler. Ja, sollte es ein 4. Spiel geben zwischen Würzburg und Ulm, zeigen wir Ihnen das am Dienstagabend hier live bei Sport 1. 5 Minuten 41 noch zu spielen. 71-67 Ulm. Ben Jacobsen. Tomacek. Ja, das ist nicht seine Entfernung, das ist zu weit für den Centerspieler der Würzburger. Jacobsen. Ricky Harris. Betz ist da. Ballbesitz für die Gastgeber. Guter Einsatz von Per Günther. Ja, die kleinen Dinge, genau die ich angesprochen habe. Also jeder Ballgewinn, jeder Loose Ball jetzt in der Situation, wo wirklich auch Würzburg die Möglichkeit gehabt hätte, den Ball zu bekommen. Damit da jetzt nochmal das bisschen extra an Energie auch aufwenden kann, der wird auch sicherlich belohnt werden. Aber Nervosität natürlich im Spiel, 2 Ballverluste in Folge in der Offensive der Ulmer. Letzten 5 Minuten laufen. Fuß. Fuß von Steven Esterkamp. Einwurf Würzburg. Mann-Mann-Verteidigung bei den Gastgebern. John Bryan zuletzt dran, nochmals Einwurf für die Gäste. Tomaszek. Aber wird abgeräumt von Keaton Enkiewicz.
unglaublich gutes Timing bei Nenkivel. Herr Günther, Mann-Mann-Verteidigung Würzburg. John Bryant gegen Tomaszek. Ja, eins gegen eins, von da aus geht er nicht. Dafür will er den Ball eher in der Nähe des Korbes haben, genau da. So, vorher das Foul von Tomaszek. Es ist sein viertes. Tomaszek bekommt eine Pause nach seinem vierten persönlichen Foul. Für ihn kommt Jason Boone wieder zurück, belastet mit drei persönlichen Fouls. Herr Günther. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Ulmer jetzt wieder den Weg über ihren langen Mann gehen, über den MVP, über John Bryant. Da soll der Ball hin. Und was macht er draus? Er geht nicht eins gegen eins. Jetzt wird Zeit. Günther mit dem Dreier kam rechtzeitig. Aber der Rebound landet in den Händen der Gäste. John Little über John Bryant. Das ist nicht einfach. Und dann ist Ivan Elliott da. Tip-in von Elliott. 69-71. Zwei Zähler Differenz. Letzten vier Minuten laufen. Nenkivel. Würzburger versuchen natürlich, den Ball möglichst aus den Händen von Per Günther fernzuhalten. John Bryant gegen Jason Boone. Abgelegt auf Pets. Cleverer Pass von John Bryant. Gewartet, bis die Hilfe kommt. Dann durchgesteckt auf Sebastian Betz. 73-69. Noch 3:30 auf der Uhr. Zonenverteidigung. Es ist nichts. Mann, Mann. Fehlpass. Bohn kann nicht verwehren. Schwieriges Anspiel auf den Center der Würzburger. Machen sich wieder zu schwer, die Würzburger. Esterkamp. Natürlich keine offenen Würfe für ihn, aber dafür das Foulspiel von Ben Jacobsen. Viertes Mannschaftsfoul der Würzburger im vierten Abschnitt. Zwei bislang auf dem Konto der Ulmer. Also man kann den Respekt der Würzburger vor den Ulmern ganz deutlich spüren. Das, was sie eigentlich im dritten Viertel so toll verstanden haben, wirklich auch in Führung zu gehen und das auszubauen und locker zu spielen oder weiter locker zu bleiben. Per Günther, ansatzlos. Und das zeigen sie jetzt nicht, ganz im Gegenzug dazu die Ulmer. Sie sind es gewöhnt, auch eine Führung dann sich zurückzuholen oder entsprechend wahrscheinlich auch zu verwalten. Und das eigentlich symptomatisch über das ganze Spiel. Also die Blockstatistik, mittlerweile glaube ich der achte Block für das Ulmer Team, noch kein einziger auf Würzburger Seite. Also etwas, was ja die Ausgeglichenheit da zeigt, auch in dieser Kategorie. Erster Block von John Bryant. Der Kleine macht vorne die Punkte in Person von Per Günther. Der Große räumt hinten ab. Ricky Harris, Rebound. Bryant, sicherlich nicht unbedingt der Wurf, den die Würzburger wollten. Aber das wollen die Ulmer. Tempo Basketball, abgeschlossen von Per Günther. John Little. Er macht die Punkte für die Gäste. 2 Minuten 15 noch zu spielen. Ulm führt mit 7. Was sie jetzt nicht machen dürfen, ist diesen Vorsprung verwalten. Aber nichtsdestotrotz, also der größte oder schwierigste Gegner für Würzburg ist jetzt die Zeit. So wie das Spiel gerade läuft, sind 2 Minuten auch schnell vorbei. Also sie dürfen jetzt nicht schauen, dass sie darauf hoffen, dass Würzburg, dass Ulm Fehler macht, sondern sie müssen extrem proaktiv jetzt sein. Und auch im Angriff vor allem schnell abschließen. Letzten 2 Minuten laufen. Ulm führt 78-71. Fehlpass oder so. Wie sieht die Antwort der Würzburger aus? Ihnen bleiben nur noch 1 Minute und 39 Sekunden. Dann könnte die Saison der Würzburger zu Ende sein. Wenn es denn beim Stand der Dinge bleiben würde, sprich wenn Ulm Spiel Nummer 3 für sich
entscheide, dann stünden sie im Finale. Und es wäre das zweite Mal nach 1998, dass Ulm im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft steht. 1998 gab es im Finale ein klares 0:3 gegen Alba Berlin. Aber noch sind wir nicht so weit. Hören wir mal rein mit Thorsten Leibenhardt. On offense, we got it all. We got to install an inside presence. Okay. Next offense, hold up, go. Can you go? So, ein Stichwort habe ich mitbekommen. Establish Inside Presence, also Inside, innen, das ist jetzt das Spiel der Ulmer und das kann eigentlich nur bedeuten, John Bryant. Das zum einen richtig und vor allem durch einen relativ simplen Spielzug, dieses Horns-Play. Das heißt also wirklich, dass man eine ganz einfache Aufstellung wählt mit zwei großen oben an den Ecken der Freiwurflinie und dann ein ganz klassisches Block- und Abrollen spielen wird. Er hat auch viel Zeit darauf verwendet, jetzt den Einwurf der Würzburger zu verteidigen, also entsprechend da sicherzustellen, dass die Würzburger jetzt keinen leichten Punkt aus dem Einwurfsystem bekommen. 1:39 ist Ulm noch vom Einzug ins Finale entfernt. Fehlversuch von Ben Jacobsen und so langsam fangen sie in Ulm und um Ulm herum an zu feiern. Denn sie sind nur noch wenige Sekunden vom Finale 2012 entfernt und damit mit einem Duell mit dem Titelverteidiger. Und sie halten sich an das, was der Trainer als Vorgabe ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Sie gehen über den Langen, über Big John Bryant und er macht die Punkte zum 80:71. 70 Sekunden noch auf der Uhr, Ulm führt mit 9. Ja, beeindruckend, wie Ulm das Spiel an sich gerissen hat, die letzten 5 Minuten, muss man fast sagen. Und schade aus Würzburger Sicht natürlich, dass sie dieses Momentum aus dem dritten Viertel nicht mit rüber retten konnten. Die haben leider die ersten paar 3-Punkte-Würfe Anfang des dritten Viertels daneben gesetzt. Und das hat ihnen so ein bisschen vielleicht den Glauben daran genommen, wieder doch noch das Spiel weiter kontrollieren zu können. Ben Jacobsen, Tomaszek gegen John Bryant. Punkte durch Tomaszek. 7 Zähler Differenz. So, was machen die Würzburger? Eigentlich müssen sie schnell faulen, um die Uhr anzuhalten, um hier noch eine Chance zu haben. Aber die rutschen natürlich Sekunde für Sekunde immer mehr in den Bereich der Theorie. Per Günther wird gefoult und er ist ein sehr guter Freiwurfschütze. Hatte allerdings eine kleine Flaute gehabt in Spiel Nummer 2. Ich war ganz überrascht. Hat er 4 Freiwürfe in Folge daneben gesetzt. Ich würde mal drauf wetten, das passiert eben nicht wieder. Davon gehe ich auch aus. Also das stimmt, Anfang des Spiels in Spiel 2 war der Rhythmus oder an der Freiwurflinie war nicht da. Jenseits der 3-Punkte-Linie im Gegenteil dazu hat er, glaube ich, sich keinen Fehlwurf geleistet in den ersten 2 Vierteln. Ja, das tut natürlich gut. Aus dem Fehlversuch wird ein Ballbesitz. Der Günther kann den Freiwurf nicht verwandeln, aber Sebastian Betz ist vor Ort, holt den Offensiv-Rebound und die Gastgeber bekommen eine zweite Chance. 48 Sekunden noch auf der Uhr. 81:73 per Günther mit der Möglichkeit, nochmals 2 Zähler draufzulegen. Und die Fans, sie ahnen, sie wissen, was hier in Ulm in wenigen Tagen passieren wird. Dann stehen sie im Finale. Endspiel Nummer 1 am kommenden Sonntag, 15.15 Uhr bei Sport 1. Die große Basket aus Bamberg, der Titelverteidiger. Sie werden es zu tun bekommen mit dem Tabellenzweiten der regulären Saison, Ratio Farm Ulm. Tja, wenn man nach der Tabelle der Hauptrunde geht, trifft der Erste auf den Zweiten und beide haben damit bestätigt, dass sie die beiden besten Teams in der Liga sind. Ja, vor allem, dass sie enorm heimstark sind, das haben beide Mannschaften gezeigt. Und dann sieht man, wie wichtig dieser Faktor ist, also sich auch im Laufe der Saison zu Hause als Macht quasi zu positionieren, aber diesen Vorteil auch mit durch die Playoffs zu tragen. Und gut, wenn man den Gedankengang jetzt zu Ende spinnen kann, also Bamberg das Team mit dem Heimvorteil, aber ja, so weit will ich noch gar nicht gehen.
es wird, denke ich, eine sehr interessante Serie werden. In gut 33 Sekunden wird die Saison der S. Oliver Baskets aus Würzburg zu Ende gehen. Sie endet mit einer Niederlage, dementsprechend mit einer Enttäuschung. Aber ich glaube, in Würzburg braucht man sich überhaupt nicht. Oder braucht man überhaupt nicht enttäuscht über das sein, was die Mannschaft erreicht hat. Als Aufsteiger den Sprung in die Playoffs geschafft. In der ersten Runde Alba Berlin ausgeschaltet. Tja, und dann Ulm einen Schwergewichtskampf abgeliefert. Also unterm Strich denke ich, auch wenn es heute eine Enttäuschung geben wird, eine Saison, mit der man, denke ich, mehr als zufrieden sein darf in Würzburg. Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Also ich glaube, man hat wirklich gezeigt, was möglich ist. Einfach auch mit dieser Spielweise, die John Patrick seinen Mannschaften einfach seine Philosophie, wie er sie näher bringt und wie er sie spielen lässt, die ist schon äußerst unangenehm und schwer von Teams zu kontern, gerade während der regulären Saison in den Playoffs. Das hat sich auf der anderen Seite, also um ein kritisches Wort vielleicht dazu verlieren, auch gezeigt. Man stellt sich irgendwann doch immer besser drauf ein und dann fällt es Würzburg durchaus schwerer als während der Laufsaison durch diese Pressure-Defense letztendlich doch immer so sehen durchzukommen. So, Standing Ovations für Per Günther. Für mich der herausragende Spieler dieser Serie. In Partie Nummer 1, in Spiel Nummer 2 mit seinen 25 Punkten. Heute mit Knieproblemen, aber ich denke mal, Dr. Roller, da können wir auch Entwarnung geben. Das Knie von Per Günther dürfte okay sein und fit fürs Finale sein. Zumindest tun die paar Tage Pausen, die sie jetzt haben werden, auch sicherlich freinehmen werden, tun gut. Ich gebe dir vollkommen recht, also für mich auch der MVP dieser Serie, MVP des heutigen Spiels ist für mich Steve Esterkamp, der mit seiner unaufgeregten Art und auch ganz wichtigen Punkten immer wieder die Mannschaft geführt hat. Ja, und einen wollen wir natürlich nicht vergessen, der auf der Kippe stand heute in Sachen Einsatz, Isaiah Swann. Er hat Einzeltraining gemacht, er hat Bewegungen gemacht, aber hat nicht mit der Mannschaft trainiert. Aber jetzt hat er eine Woche Pause. Ich denke, auf den dürfen wir uns sicherlich auch in der Finalserie gegen Bamberg freuen. Also wir werden ihn definitiv sehen, wie sehr er durch seine Bänderverletzung, ob es ein Riss oder eine Dehnung oder was auch immer, das weiß ich nicht, gehandicapt sein wird, wird sich zeigen. Aber jeder Spieler, der so weit oder sich so lange durch die Saison gequält hat, in Anführungszeichen, und er ist mit seiner Mannschaft ins Finale geschafft hat, der will da auch spielen. Also das wird er sich nicht nehmen lassen und vielleicht ist dann doch eine Voltaren-Tablette gefragt, die ihm den letzten Schmerz dann rauben sollte. Aber wir werden ihn definitiv im Finale sehen. Ja, die beiden besten Teams werden sich im Finale um die Basketballmeisterschaft 2012 weitersehen. Die große Baskets aus Bamberg empfangen am kommenden Sonntag 15.15 Uhr. Ratio Farm Ulm im ersten Endspiel um den Titel 2012. Wir haben auf der einen Seite den Titelverteidiger und ich glaube, dass den Bambergern eigentlich nichts Besseres passieren konnte, als das erste Playoff-Spiel gegen Bonn zu verlieren. Die sind richtig in Tritt gekommen danach. Auf der anderen Seite haben wir allerdings eine Ulmer Mannschaft. 6 Playoff-Spiele, 6 Siege, das ist eine stolze Bilanz. Also ich wünsche mir für das Ulmer Team im Hinblick auf die Finalserie, dass sie ihre Frische, ihre Spritzigkeit jetzt in den nächsten Tagen wieder bekommen. Sie sind sichtlich etwas müde jetzt nach dem dritten Spiel gegen die Würzburger, das ist ihnen anzusehen. Wenn sie wirklich nochmal neue Kraft tanken können, ich glaube, dann können sie den Bambergern Paroli bieten. Ricky Harris macht voraussichtlich die letzten Punkte dieser Partie im dritten Halbfinale dieser Playoff-Serie zwischen Ulm und Würzburg. Setzt sich Ulm mit 88-80 durch und steht damit im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft. Pascal, das war ein Sieg. Es war zum Teil sicherlich auch ein erkämpfter Sieg, aber ich denke letztendlich auch verdient. Absolut verdient, aber auch absolut erkämpft. Also da gebe ich dir beiden Punkten recht. Sie haben es verstanden, dann die letzten 5 Minuten des Spiels wieder das Spiel auf ihre Seite zu reißen. Nachdem Würzburg auch wirklich bravourös im dritten Viertel das Spiel eigentlich drehen konnte. Zeigt aber einfach, wie viel Selbstvertrauen dieses Ulmer Team im Laufe der Saison gesammelt hat. Wie wichtig solche Spieler wie Nenkewe, Esterkamp, letztendlich
eigentlich auch Griffin sind, also die nicht ja, in der Hierarchie ganz oben stehen im Überspiel, aber die so viele kleine Sachen der Mannschaft immer wieder geben. Das wird auch für Bamberg nicht leicht sein, sich da auf ein oder zwei Spieler zu konzentrieren, sondern sie müssen das ganze Ulmer Team für voll nehmen und auch wirklich jeden einzelnen Spieler spielen. So, Pascal, dann darf ich mich an dieser Stelle für deine Expertise bedanken. Wir freuen uns auf eine hoffentlich spannende Finalserie zwischen Bamberg und Ulm. Ich darf nochmals die Twitter-Gemeinde darauf hinweisen. Natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, wer hat die besten Karten im Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft 2012? Der Titelverteidiger, die Brose Baskets aus Bamberg oder das Überraschungsteam, der Tabellenzweite Ratio Farm Ulm. Das soll es von dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Gleich gibt es natürlich noch die Stimmen zu dieser Partie, eingefangen von Matthias Killing. Bleiben Sie bei uns. Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. Sie dachten, alle Wodkas schmecken gleich. Probieren Sie Russlands Nummer 1 Premium-Wodka. Und überzeugen Sie sich vom Gegenteil. Russian Standard. Wodka, wie er sein sollte. EM aktuell. Täglich alles Wissenswerte rund um die besten Kicker des Kontinents. Wir blicken nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft. Highlights, Aufreger und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft. EM aktuell. Morgen 18.30 Uhr. Live auf Sport 1. RideGuard. Start your day right. RideGuard präsentiert Ihnen EM aktuell. Menschen heute eigentlich von einer Bank? Dass ich mehr als nur irgendein Kunde bin. Dass sie versteht, was uns gerade wichtig ist. Dass sie alle meine Fragen beantwortet. Dass sie Banking einfach und klar macht. Targo Bank. So geht Bank heute. Live it like bourbon. John Medley's One for the Buddies. Fokus Titel. Das sind Deutschlands beste Kliniken. In Teil 1 die Top-Adressen für Herz, Krebs, Rücken und Gelenke, Psyche und Geburt. Der neue Fokus. Jetzt am Kiosk. Das ist der Mann, der immer die Wahrheit sagt. Bei Smartphones ist die Wahrheit, dass die meisten Leute einfach nur Spaß haben wollen. Ab und zu einen Song herunterladen oder einfach wissen wollen, wo es lang geht. Und die Wahrheit ist, du musst dafür nicht mehr als 9,95 Euro im Monat bezahlen. Die Flatrate mit 500 MB Highspeed-Internet für nur 9,95 Euro. Phonik, das ist die Wahrheit. Sommerideen einfach mit Obi. Was machst du denn da, Schatz? Ich design uns Klamotten mit Spreadshirt. Pass mal auf. Wow. Deine Klamotten, deine Kreation. Spreadshirt.de. Besuchen Sie die Nummer 1 im Internet mit vielen großen Angeboten und tollen Sommerideen. Jetzt auf obi.de. Wirst du der Held von Duria? Verbünde dich mit tausenden Gleichgesinnten und erlange ungeahnte Kräfte. Trotze den Drachen und Monstern der Underwelt. Mach dich bereit für die